Die treffen sich Mitglieder zur außerordentlichen Generalversammlung in Oeliken im Stadthof 11. Tele Zürich berichtet ab der 9:30 über die brisante Versammlung. Erste Bilder aus Oeliken sehen Sie aber schon in wenigen Minuten im tagtäglich Spezial. Zuerst unterhält sich der Roger Schawinski mit dem Roger Geiger, einem der grossen Spieler vom ZSC, der zur Legende geworden ist. Ein spannender Abend steht uns und sicher auch Ihnen bevor. Viel Vergnügen. Das mal geht es nicht um Sieg oder Niederlage, Aufstieg oder Abstieg. Es geht um etwas ganz Entscheidendes, nämlich gibt es ab morgen den ZSC als Club, ja oder nein? Darüber werden wir heute Abend berichten, im Verlauf der Abend eine Berichterstattung aus der außerordentlichen GV in Oerlikon. Bei uns am Anfang und am Abend, er kann jetzt nur ein paar Minuten dabei sein, weil er muss nachher gehen, sonst lässt es nicht mehr rein. ZSC-Legende Roger Geiger, danke, dass du gekommen bist. Merci. Für dich war die ganze Entwicklung auch etwas, was glaube ich nicht ganz verstanden hast. Ja, muss man differenzieren. Die Entwicklung ist vielleicht eine, wo man sagen kann, mal, die kann man auch nachvollziehen. Zwei Klubs gehen zusammen oder versuchen zumindest gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Für mich ist an und für sich das erste Mal, wo ich gesagt habe, so kann es nicht gehen. Das ist, als ich gehört habe, dass das Vereinsmitglied, also das Mitglied selber, soll ausgeschlossen werden von diesem Prozess. Wo der Böhmi gesagt hat, das war übrigens eine Sendung von dir, auf Anfrage von einem Zuschauer hin, eben dann die GV mit einberufen. Dann hat er gesagt, nein, nein, das ist nötig, das sei rechtlich angeklärt. Also das machen Sie jetzt. Ja. Sie haben euch als Mitglieder wollen ausschalten. Dich hat man auch wollen ausschalten. Gestern Abend hättest du teilnehmen an der Diskussion da bei Tele Zürich. Und die Leute vom ZSC haben gesagt, mit dem Roger Geiger reden wir nicht. Warum nicht? Was meinst du? Also das erstaunt mich. Ich scheine eine Person non grata zu sein oder geworden zu sein. Es ist für mich erstaunlich, weil ich auch mit diesen Leuten vor ein Vorgespräch geführt. Das ist namentlich Herr Batter und Ernst Schmeier. Und von dem her, ich habe mir da keinen kennbaren Grund. Vielleicht hätte ich Fragen gestellt, wo sie Mühe gehabt hätten zum Antworten. Das ist durchaus möglich. Aber willst du das Wort ergreifen heute an der Versammlung? Ja, und dazu kommt, würde ich sicher einige Worte sagen. Ja, das ist richtig. Gut, wir werden schauen, dass du rechtzeitig kannst gehen. Wir werden dann noch vor den 8. Einspielungen machen, direkt vor der Situation vor dem Stadthof 11 in Oerlikon und werden dann auch noch Zuschauer und Zuschauerinnen zuschalten jetzt in die Sendung. Aber zuerst noch mal kurz zu dir zurück. Du bist ja Legende. Roger Geiger, der eleganteste, schnellste, aber vielleicht nicht immer treffsicherste Stürmer, der ZSC in den letzten 20 Jahren gehabt. Du hast 24 gehabt. Ist das eigentlich ein Zufall? Roger 24? Nein, aber es ergibt sich natürlich sehr gut. Das ist schon so. Ich würde sagen, viel Ästhetik und zu wenig Nutzen daraus gezogen. Nein, aber dass du jetzt gerade 24 gehabt hast, hat das irgendeinen tieferen Grund gehabt? Das hat mich immer gewundert. An und für sich nicht. Ich könnte es natürlich sagen, ich habe deine Anfangszeiten erlebt bei Pizza Gruppera. Stimmt das? Los oben gewesen. Ja, natürlich. Wo du hilfeschreiend gesagt hast, das Ende wäre es nachgestellt. Ja. Aber vielleicht Intuition gewesen. Gut, also mir hat das immer gefallen, wie du elegant wirklich und doch auch mit einigem Effekt im ZSC lange Jahre gespielt hast. Wie war eigentlich die Zeit für dich im Rückblick? Was war das Wichtigste gewesen? Das Wichtigste? Ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip der Aufstieg. Das Schönste war der Aufstieg und das Schlimmste der Nicht-Aufstieg, respektive der Abstieg. In Aschua? Das ist richtig, das war denkwürdig, wo der Metti in Overtime stehen kann, wo er es 5-4 oder 6-5 geschossen hat. Und du hast wie viel Mal auf dem Stock gehabt, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Solche Sachen vergisst ich dann natürlich gerne. Aber ich sage sicher 2-3 Mal. Ja, und der Walti Scheibe hat hier ein Herzkäse gehabt. Das ist richtig. Er ist mit einem Kollegen von mir heimgefahren und ist, von Brunntrupp bis Zürich neu gesagt. Also das sind schlimme Zeiten gewesen. Du hast auch bessere Zeiten miterlebt. Bist dann nachher auch im Vorstand gegangen. Höhepunkt, glaube ich, 1991. Ja, wo der ZSC Lugano im Viertelfinal rausgeschossen hat, in der Halle. Also wer jemals an einem Spiel war, nach dem Spiel war, der weiss, was Emotionen bedeutet in der Halle. 4-2 mag ich mich das ganz gut erinnern, das war wirklich der Höhepunkt. Am Schluss noch Penaltyschüsse auf völlig kuriosem Eis. Ja, das ist tatsächlich... Also, dort bist du im Vorstand gewesen. Man sagt heute, dass die Vorstände, vor dem heutigen Vorstand, eigentlich den Club auch nicht aus der Krise gebracht haben. Und dass die Leute wie du jetzt kommen und kritisieren, aber im Prinzip das auch nicht richtig angebogen haben. Ja, das kann man durchaus so sehen. Das ist so. Jeder Vorstand hat sein eigenes Umfeld, wo er sich darin muss bewegen, hat finanzielle Rahmen, wo er sich darin muss bewegen. Was ich kann sagen, ich glaube, es hat noch nie ein Vorstand einen Verlust von 800'000 Franken in einer Saison fertig gebracht. Wie letztes Jahr? Wie das Jahr jetzt. Ja. Das ist mal das eine. Und das andere ist, man hätte vor allem dann noch nie müssen faktisch verkaufen oder fusionieren. Also von dieser Thematik sind wir noch nie gestanden. Wo du das jetzt gehört hast, das erste Mal, eben, dass der Name geändert wird, wie war deine erste Reaktion? Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Als ich das erste Mal gehört habe, war es am 5. April. Ich habe gemeint, das sei ein April-Scherz.
habe ich herumtelefoniert und habe dann für mich gesagt, ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, vielleicht gibt es da tatsächlich Synergien. Und wo ich dann gehört habe von der Pressekonferenz, man hat den Namen ändert und gesagt, jetzt spinnen sie total. Weil ein eingeführtes Produkt, das vermag 10.000, 12.000 Zuschauer in eine Halle zu bringen und praktisch ein sozialer Schmelztiegel ist, einfach so wegradieren, ist für mich unvorstellbar, rein aus Marketing-Sicht, das macht man nicht. Aber man hat das Gefühl gehabt, zeitlang, dass du eigentlich so einer von der Spitze bist, von der Opposition, die sagt, wir sind gegen die Fusion. Über das wird ja heute Abend entschieden. Und wir werden über das berichten, die wichtigsten Elemente von dem Ganzen werden wir im Verlauf jetzt vom heutigen Abend, werden wir dann zeigen, da bei Tele Zürich. Aber bist jetzt du dagegen oder für die Fusion, Roger? Also erstens, es ist ja keine Fusion. Ich habe immer wieder gesagt, über ein Konstrukt, das eigentlich Verlust generieren will, weil allein AG ändert da gar nichts, dass man jetzt auf einmal mehr Geldquellen schliessen sollte, nebst dem Herr Frey natürlich. Also ist die Gefahr gross, dass man den Verlust macht. Und wer die Abläufe in einer Aktiengesellschaft kennt, der weiss, irgendwann geht es an Sanierung. Und dann ist die Frage, kann der ZSC nachziehen? Das heisst, du hast Angst, dass in einer zweiten Phase, dass dann das Ganze, einfach wegen der grösseren Finanzkraft von Walter Frey und die Leute, vielleicht, die er um sich hat, einfach automatisch an die andere Seite übergeht? Man hat Aktionärsbindungsverträge, aber jeder, der den Mechanismus kennt, der weiss, dass wenn jemand halt einseitig neues Geld anschiesst, auch in der Regel die Diskussion einmal aufnimmt über einzelne Vertragspunkte. Also, was heisst das? Was ist jetzt denn deine Lösung? Für was willst du heute Abend votieren? Es ist so, scheinbar kann man da nicht mehr aufhalten, die Verhandlungen sind zu weit vorgeschritten. Was heisst, man kann sie aufhalten? Ich meine, der Verein soll bestimmen. Das ist richtig, aber scheinbar, und das ist mir gesagt worden, muss ich so akzeptieren, wird GC nur in Form von einer AG mitmachen. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass aus GC-Sicht, aber ich muss jetzt natürlich in erster Linie aus ZSC-Sicht denken. Und dort ist mir wichtig, dass die Verhandlungsdelegation, die jetzt im Werk war, ergänzt wird. Ergänzt wird mit zwei Personen. Die eine bist du, Roger, das ist auch kommuniziert worden. Die andere ist Nuri Bauer, Rechtsanwalt auch, wo ich denke, wo einiges kann reingeben kann. Er ist Mitglied, langjähriges ZSC-Mitgliedenschaft am Obergericht. Ja. Also ist ein schwierig für mich, jetzt das diskutieren als Fragesteller, andererseits bin ich auch gelernt. Aber trotzdem, wo ist denn dein Misstrauen? Gegen wer ist dein Misstrauen? Schau, es ist ja so, wenn jemand den Namen einfach so hergibt, wenn jemand 800'000 Franken Schulden macht und wenn jemand wo das Mitglied, das selbstverständlich das oberste Organ ist, mit Generalversammlung, aussparen von dem ganzen Prozess im Sinne von, ja, was wollen die denn noch? Die haben gar nichts zu sagen. Es ist irgendein Störfaktor empfindet. Insofern ist Opposition völlig falsch geworden. Da muss ich sagen, ist mein Vertrauen nicht mehr ganz so gross in die Verhandlungsdelegation. Zumal man muss sagen, dass vermutlich noch Eigeninteressen mitspielen könnten. Ah ja, was für Eigeninteressen? Das ist klar, wenn du natürlich 800'000 Franken Verlust ausweisst, so hast du jedes Interesse, das zu bügeln. Ergo gehst du vermutlich auch im einen oder anderen Punkt ein bisschen schneller an, wenn deine Verhandlungspartei sagt, auf das bestimmen. Der Bernd Böhm ist immer noch Präsident von dem Club. Hast du das Gefühl, er ist am Abend, am Schluss von dem Abend immer noch? Gut, heute geht es ja nicht um personelle Wahlen. Also ich glaube kaum, dass er heute abgewählt wird. Aber können Sie auch zurücktreten, weil er merkt, dass er da irgendwie wahrscheinlich auf grossen Widerstand steht? Das könnte er natürlich. Ja. Das ist meinst du, das wieder machen? Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne den Verlauf von dieser AG, von der außerordentlichen Generalversammlung nicht. Ist durchaus möglich, dass wenn er spürt, dass der Widerstand zu gross ist, dass er sagt, gut, dann höre ich auf. Also das müssen wir auf uns suchen. Zweite wichtige Frage, die natürlich kommt, der Name. Also einerseits ist man weggekommen von dem Zürich Lions, jetzt ist ZSC Lions, aber es wird ein Gegenantrag sein, dass man bei ZSC wird bleiben. Wie siehst du das, wie das wird laufen? Ja gut, ich sehe überhaupt keinen Grund, dass man den Namen ändert. Also wie gesagt, es ist ein gut eingeführtes Produkt. Die Leute kommen natürlich in erster Linie wegen ZSC. Ich glaube kaum, dass GC nur die Hälfte so viele Zuschauer hätte, wenn sie im Abend spielen. Ergo sehe ich überhaupt keinen Grund. Das nützt niemandem, weiss Gott nicht. Aber jetzt sagt doch der Herr Blatter gestern in unserer Sendung, er ist ein ZSC-Anwalt, zahlt der ZSC-Anwalt, wie er selber gesagt hat, dass bei den verschiedenen Supporterclubs, Club 21, Team 2000, Supporterclub etc., dass alles eigentlich schon schlank durch ist. Hast du das ein bisschen miterlebt? Ich bin nicht Kenner von diesen Vereinigungen, muss ich sagen. Ich habe aber einen lieben Freund, der dort drin ist, und er hat mir natürlich gesagt, dass er eigentlich das gleiche Statement abgegeben hat, der Herr Blatter, wie er das immer macht. Das Problem liegt nicht in der Struktur, wie sie gewählt ist, dass man zusammenarbeiten will, auf welcher Ebene man zusammenarbeiten will. Das Problem liegt an und für sich in der AG-Struktur und in dem Fall in einem Aktionärsbindungsvertrag.
Das heisst, wie gut sind die Interessen von Zürcher Schlittschuh abgesichert? Ja. Ist das in Zukunft paritätisch? Ja. Aber nein, glaubst du jetzt, dass die Vereinigungen alle jetzt... Moment, das ist das Wichtigste, was ich gesagt haben. Wenn du natürlich nur den oberen Teil vom Eisberg zeigst und sagst, Jugend, das machen wir, das sieht doch gut aus, es hat eine zukünftige Ausrichtung und dann mit Floskelschaft von Europa und einer besseren Kapitalaufnahme mehr, das sind alles Witz natürlich, wenn man das ein bisschen hinterfragt, dann glaube ich schon, dass die meisten sagen, das ist gut. Sobald man es hinterfragt, sobald man in die Diskussion hineinkommt, sagen alle, aha, habe ich nicht gewusst. Und darum sage ich, ist durchaus möglich, dass nach diesen Vorstellungen von Herrn Blatter die Leute sagen, mal, das ist gut, da sind wir dafür. Aber haben Sie da etwas gegen zu bieten? Oder stehen Sie dann da, weil er wieder die Versammlung leiten und wird dann wahrscheinlich auch zu Ort erteilen oder nicht erteilen? Hast du das Gefühl, das könnte auch ein bisschen tumultartig sich entwickeln? Ja gut, ich denke, wenn man schon, ich meine, es ist ein anderes Thema als der AGV. Wieso um Himmels Willen machen wir einen Monat vor die ordentlich stattfindenden AGV? Wir haben gesagt, hört, informieren. Ich kann nicht an einer ordentlichen Generalversammlung ein Projekt vorlegen, wo kein Mensch weiss, um was es geht. Eben, man kennt es im Detail gar nicht. Da haben wir gesagt, man tut auf Ende Mai informieren, macht eine grosse Informationstagung. Und dann ist eine AGV daraus geworden. Natürlich mit dem Ziel, dass es heisst außerordentliche GV, statt Informationssache, sagst du, soll eigentlich heute Abend alles schon brettelt werden. Man will einen Entscheid herbeiführen, man will am Vorstand quasi carte blanche erteilen. Ich persönlich bin nicht dafür, dass man eine carte blanche erteilt. Ja. Zum Beispiel die Wahl der Verwaltungsräte muss absolut am 30. Juni vorbehalten bleiben. Was man machen kann, man kann die Delegation weiter arbeiten lassen, ergänzt durch die zwei Leute, die ich vorher gesagt habe. Und dann kann man Vollmacht erteilen, die Verträge im Interesse des ZSC abschließen. Hast du das Gefühl, es wird hitzig zu und her gehen? Das ist durchaus möglich. Ja. Das ist durchaus möglich. Ja. Bist du auch einer, der dann eventuell ein bisschen, eben, explodieren kann vor dem Goal? Also wer mich kennt, der weiss, dass ich explodieren kann. Wenn ich das Gefühl habe, man versteht mich nicht oder man will mich nicht verstehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leitung heute, ich weiss nicht, ob der Herr Blatter immer Tagespräsidium übernimmt, wird darauf achten, dass die Worte kurz sind. Wenn das so ist, kann ich mir durchaus vorstellen, könnte es zu dem Ulk kommen. Aha. Also, wir werden schauen. Man kann jetzt anrufen, 419, 24, 55, Fragen leiten. Der Roger Geiger muss gehen, und zwar aus folgendem Grund. Wer nach Beginn von dieser außerordentlichen GV dort hineinkommt oder hineinkommen will, wird ausgeschlossen und er muss vor der 8. muss er dort sein, sonst ist er nicht dabei und damit wäre eine wichtige Stimme dann nicht dabei. Wir möchten jetzt dann, nachdem wir Bilder gesehen, direkt von der Situation vor dem Stadthof 11, Bilder, die unsere Reporter werden reinbringen, werden wir dann noch da im Studio diskutieren. Ich werde dann leider alleine da sein, also 01 4 19 24 55, und jetzt zeigen wir direkt so, wie sich die Situation kurz vor der GV in Oerlikon präsentiert hat. Dir, Roger, viel Erfolg, und wir werden sicher im Verlauf des Abends ab der 21:30 in dieser Zusammenfassung wahrscheinlich dann sehen, was sich dort abspielt, und vielleicht auch dich dann auch noch hören reden vor dieser Versammlung. In ein paar Minuten fängt die außerordentliche ZSC-Generalversammlung an. Man ist gespannt, schliesslich geht es um die Zukunft des Vereins. Einige Anträge sind bereits gemacht worden im Vorfeld von dieser Generalversammlung. Anträge, die alle ein bisschen darauf einzielen, dass man ganz allgemein ein bisschen Angst hat, GC könnte in dieser ganzen Zusammenführung stark werden. Darum wird zum Beispiel gefordert, dass nicht 8 Verwaltungsräte dabei sein sollen bei diesem neuen Konstrukt, sondern 9, und das neue Mandat dann am ZSC übergeben würde, sodass also der ZSC die Mehrheit hätte. Bei mir ist der Präsident vom Club 21, Herr Meier. Was erwartet Sie vom heutigen Abend? Ja, klares Votum für die neue Konstellation mit GC. Jetzt habe ich gesehen in den Unterlagen, es hat ein paar Leute, die ein bisschen Angst haben, GC könnte zu mächtig werden. Ist das so? Ja, ist vielleicht ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt als Mitverhandler da jetzt einfach sage, so könnte es nicht sein. Aber ich bin überzeugt, dass wir bis jetzt sehr gut verhandelt haben und dass es für den Club eigentlich keine andere Alternative gibt. Man hat ja Verschiedenes, unter anderem auch Initiativen von Herrn Schawinski, hat man eingehend geprüft, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Sie haben ein Stichwort gegeben vom Roger Schawinski. Es ist auch darüber diskutiert worden, ob noch ein Antrag kommt, dass er heute Abend aufgenommen wird als Mitglied. Wie sieht das aus? Ja, also lassen Sie, da werde ich dann einem Jurist heute Abend das Wort überlassen. Es tut sich niemand gegen den Herrn Schawinski von unserer Seite her grundsätzlich einstellen. Aber ich denke, es gibt auch ein demokratisches Prozedere für jemanden, der in einen Club gehen will, der immerhin 60-jährige Tradition hat. Und diese Spielregeln muss man einhalten. Sie schauen sich natürlich aus Sicht auch vom ZSC an. Ist das die Möglichkeit, dass der ZSC weiterhin kann bestehen kann und vor allem dann auch in näherer Zukunft Erfolg hat? Ich bin überzeugt, ja, weil einfach
zum Beispiel nicht nur immer die viel zitierten Gelder vom Herrn Frey schlussendlich dann da den Rücken stärken, sondern es kommt in der gleichen Grössenordnung auch eine Gönnerorganisation von GC dazu. Also wenn man statt 1 Million eben 2 Millionen aus der Gönnersituation kann in den Club einfliessen lassen, dann ist das ein klares Signal, dass das einfach besser müsste gehen, vor allem auch sicherer müsste gehen, ob man mit dem Konstrukt jetzt in der ersten, zweiten Saison den unbedingten sportlichen Erfolg werden erreichen. Das kann ich auch nicht garantieren. Ist heute Abend Geburtsstunde von der ZSC Lions? Ich glaube es, ja. Fragen wir mal ein bisschen weiter um, was vom heutigen Abend erwartet wird. Auch Sie sind ZSC-Mitglied. Was erwartet Sie jetzt von dieser außerordentlichen Generalversammlung? Ja, ich muss es einfach vom Sportlichen sehen, dass uns das weiterbringt. Weil wenn wir auf Kloten schauen, sie arbeiten mit Bülach zusammen, ob sie jetzt wollen oder nicht, aber sie tun es. Wir versuchen zu fusionieren, warum nicht? Keine Angst, das geht, sie könnte zu mächtig werden. Nein, ich glaube nicht. Wir wollen alle miteinander Hockey spielen. Und ja, wir müssen auch von der Stadt Zürich aus sehen. Zwei Clubs, ein B-Club, ein A-Club. Warum nicht zusammen und die Besten laufen lassen? Sie stimmen für die Fusion? Ich bin für die, ja. Auch vom Sportlichen wie auch vom Politischen. Bei uns eine ZSC-Legende, wird das Sie schnell fragen. Was halten Sie von dieser Fusion? Ich halte, es muss etwas gehen im Ganzen. Wenn man in die Zukunft geht, ich bin dafür. Sie stimmen ja? Ja, ja. Und zwar, wenn wir in die Zukunft schauen, muss man einfach sehen, dass man es alleine nicht mehr machen kann. Klare Worte im Moment da eigentlich bei allen einhelligen Meinungen. Ich will Sie noch schnell fragen, was denken Sie von dieser Fusionssache mit GC? Es ist leider ein notwendiges Übel, würde ich sagen. Und was einfach meine Angst ist, ist einfach, dass GC in 2-3 Jahren das grosse Sagen hat. Weil es ist immer so gewesen, der das Geld hat, der wird im Endeffekt am längeren Hebel sitzen. Jetzt hat man aber im Vorfeld ja auch von Leuten gehört, die würden schauen, dass der ZSC weitergeführt wird. Zum Beispiel auch der Roger Schawinski. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Projekt müsste unterstützt werden? Das würde ich sehr begrüßen. Es muss einfach einer sein, der, sagen wir, ein richtiger Z-Fan ist und wo ein richtiges Rückgrat hat und wo der ZSC einfach nicht so laut lockieren wie eine. Ich möchte auch denen Herren danken und Damen, die uns Anträge eingereicht haben. Der Herr Dr. Blatter kommt nachher auf die einzelnen. Und wir haben das sehr angenommen. Wir haben es nicht einfach auf die Seite gereicht. Und wir haben einfach nur 60 Mitglieder, obwohl es gar nicht so viel sind, seit wir dürfen nicht dabei sein, sondern wir haben Statuten. Und wir haben uns diesen Statuten unterworfen. Und das sind wir Ihnen auch zur Rechenschaft schuldig. Wir können nicht einfach Statuten so wahllos auslegen, denn letztendlich sind wir gewählt worden aufgrund der Statuten. Roger Schawinski, der Bernd Böhme, hat nicht gerade direkt, aber indirekt zu dir geredet. Das ist ziemlich klar. Er hat geredet vom Willi, heute aber nicht persönliche eigene Interessen zulassen. Das hat er dich gemeint. Also er wirft dir eigentlich quasi vor, du hast ja deine eigenen Interessen in dem ganzen Kampf, deinem Kampf für den ZSC. Es ist natürlich genau umgekehrt. Indem man Personen ausschaltet, tut der Person im Vordergrund stellen. Er hat die ganze Polemik angefangen. Er hat geredet in einer Pressekonferenz vor einer Woche von Boykotteur. Leute, die anderer Meinung sind, sollen ausgeschaltet werden. Und das hat man ja offenbar auch als Szenario heute Abend durchgezogen. Man wollte das eigentlich ohne Opposition durchbringen. Und der Bernd Böhm hat sich beispielsweise gestern Abend nicht gestellt, die Diskussion da in unserer Sendung Sonntag, hat sich andere Diskussionen auch nicht gestellt, sondern wollte dort unwidersprochen seine Sachen sagen können. Und das spricht eigentlich für sich. Jürgen Inkamp, du bist Anwalt. Der Bernd Böhm zitiert da Statuten. Man will sich da sakrosankt an Statuten halten. Ja, das ist eigentlich schon richtig, oder? Da kann man nicht viel dagegen sagen. Wie siehst du das? Ja, ich kann die Begründung, die der Bernd Böhme hier abgegeben hat, überhaupt nicht verstehen. Im Zusammenhang mit Rekurs und Anträgen, die ich zuhanden von der außerordentlichen GV gestellt habe, habe ich Gelegenheit, mich ausführlich mit diesen Statuten auseinanderzusetzen. Was sind das für Rekurs gewesen? Das sind Rekurs von ZSC-Mitgliedern, die sich dagegen haben wollen wehren, dass ein Aufnahmemoratorium ist beschlossen worden und wollen die außerordentliche GV einladen, über das Moratorium abzustimmen, ob das von den Mitgliedern auch mitgetragen wird.
Und die sind natürlich alle abgeschmettert worden. Ja, soviel ich jetzt erfahren habe, hat man über die Rekurse überhaupt nicht abgestimmt. Ist das üblich, dass man so Moratorien bestimmt? Ja, ist das ein Sonderfall ZSC? Es ist ein Sonderfall ZSC, weil die Moratorien, die jetzt da sind eingeführt worden, sind eigentlich eine Spielregel, wie sie bei Kapitalgesellschaften gang und gäbe sind. Aber bei einem vereinspolitischen Anlass und bei einem Verein, der ja eigentlich einen ideellen Zweck verfolgt und von seinen Mitgliedern getragen wird, ist so ein Moratorium fehl am Platz. Du hast vorhin dein Nattel angesprochen, ja. Roger, das bleibt vorläufig noch stumm. Ja. Was zum Traktandum gestellt wurde, ist, darüber hat man glaube noch nicht entschieden, ist, dass du im Verwaltungsrat gewählt worden. Nein, zuerst einmal als Mitglied. Und ich glaube, das ist als Anfang. Das ist offenbar, glaube ich, mehr oder weniger vom Tisch. Ja, ich glaube, vielleicht können wir das noch sehen. Ich glaube, wir haben ja da dazu Einspielungen. Die sollten, glaube ich, in wenigen Augenblick kommen. Weil das ist natürlich das Erste gewesen. Weil auf diese Art und Weise hätte ich dort können vielleicht auch eine Sache vertreten. Und das ist offenbar nicht der Wunsch gewesen, weil man das einseitig hat wollen, diesen Leuten das ziemlich komplizierte Gebilde wollen präsentieren. Weil auf diese Art und Weise hat man sich natürlich erhofft, dass es viel schlanker durchgeht. Dass die Leute, die bisher den ZSC schlecht geführt haben, die mehr Defizite angehäuft haben in einer Saison als je zuvor, die einen wirklich in Ruin getrieben haben. Sie haben jetzt ja gesagt, entweder muss man dem zustimmen oder morgen ist ein Konkurs. Das ist also eine reine Erpressung. Dass die Leute, die also Mitglieder wollen erpressen, dass die einfach nicht andere Stimmungen und andere Meinungen wollen hören. Das ist eben das Erstaunliche an dem Ganzen und ist eigentlich an einem Verein, nach schweizerischem Recht überhaupt nicht zur Zierde. Teilen Sie diese Äußerungen? Also ich bin absolut einverstanden, weil das, was im Moment sich zuträgt rund um den ZSC, ist schon schlicht und einfach unglaublich. Wenn man noch ein bisschen zurückblendet zu den Anfangszeiten, und das sind lediglich ca. 4 Wochen, wo noch nicht einmal klar war, ob überhaupt die Vereinsmitglieder über das Joint Venture zwischen ZSC und GCN können abstimmen. Und wenn man dann wieder darüber ausgeht, dass man zuerst eine Orientierungsversammlung hat wollen einberufen, die dann praktisch von heute auf morgen zu einer außerordentlichen Generalversammlung ist worden, dann hat man einfach schon ein das Gefühl, dass ein Vorstand daran gelegen ist, den Mitgliedern einen Katz im Sack zu verkaufen und die Gelegenheit nicht nützt, im Vorfeld von einer Abstimmung im Detail über das zu orientieren, was man eigentlich vorhat. Gut, wir haben Bilder aus dem Hallenstadion, also besser aus dem Stadthof 11, und wir haben auch einen Reporter vor Ort, der sich auch an telefonisch einschalten kann. Am Telefon ist jetzt der Stefan Nägeli. Stimmt das, Stefan? Kann ich dich gerade aufschalten? Hallo? Hallo? Stefan, ja. Jetzt hören Sie mich. Du hörst uns. Ja, sehr gut. Was ja. läuft zur Zeit? Im Moment redet Fritz Eichenberger und erzählt, wie die zukünftigen Finanzen sollen aussehen sollen und hat auch ein bisschen im Rückblick gegeben auf die letzte Saison. Eine Saison, die auch finanziell nicht sehr rosig ausgesehen hat für den ZSC. Er hat darüber informiert, dass es weniger Zuschauer gehabt und darum natürlich auch eben ein entsprechendes Finanzloch entstanden ist. Die Ausführungen, die dauern jetzt unterdessen sicher bald eine halbe Stunde und sind immer noch dran. Man kommt irgendwie im Moment da aus natürlich nicht so recht zum Fleck. Gut, Finanzen, das ist ein Thema, wo du dich sicher auch damit beschäftigst. Ja. Wir können darüber lesen. Also, ist ja bekannt, aber man will offenbar die Leute einfach müde reden. Muss ich den Eindruck haben? Jetzt ist es mittlerweile 9:30, 1,5 Stunden ist geredet worden. Man will wahrscheinlich so lange reden, bis die Leute dann Ja und Amen sagen. Den Eindruck komme ich über, weil die andere Seite hat offenbar noch nicht mal richtig Gelegenheit gehabt, sich zu äußern. Und auch das wirft nicht unbedingt ein tolles Licht auf den Vorstand. Wo man muss sagen, es ist ein 1,5-Mann-Vorstand. Der einzige Mann neben dem Bernd Böhme, der dort noch ein bisschen Ruckgrat gehabt, ist der Peter Meyer, auch eine Art ZSC-Legende, viele Jahre dabei. Er hat kurz nach dem Amtsantritt von Bernd Böhme das Handtuch geworfen und der Bernd Böhme führt sich dort faktisch den Club alleine. Der Eichenberger, Fritz Eichenberger, hat ein bisschen geamtet als Buchhalter und jetzt hat man sich den Anton Blatter als zahlten Anwalt angeschnallt und auf die Art und Weise, was man dem Vorstand präsentiert, ist sehr seltsam. Gut, jemand von der anderen Gruppe, von eurer Gruppe, hat geredet. Wir haben die Bilder, das ist der Uli Bauer, der hat können gar, weil er offenbar dem von Mitglied ist, ja, nicht wie ihr zwei. Im Vorstand aber recht, wenn er sagt, dass nach § 2 der Vorstand können Wohns- und Paroleangaben für Münzen über Mitgliedschaftsgesuche entscheiden. Die Tatsache ist aber auch, dass nach § 12 der Statute gegen alle Vorstandsbeschlüsse, ohne dass das dass etwas ausgeschlossen wäre, kann rekurriert werden. Das haben wir gemacht.
Es steht nicht, dass das Nutzhalm der ordentlichen Versammlung kann reguliert werden. Und vor allem im Buchstaben D von § 12 liegt die Kompetenz von der Generalversammlung, nicht nur vom Vorstand, sondern auch von der Generalversammlung, über die Aufnahme von euren Mitgliedern zu entscheiden. Und wenn sollte dann die Bestimmung den Sinn haben, wenn nicht gerade dann, wenn sie eben umstrittene, offenbar umstrittene Aufnahmegesuche vorliegt. Der Vorstand begründet das Aufnahmemoratorium, wenn ich jetzt dann mal so sagen darf, damit, dass man die sogenannten alteingesessenen Mitglieder, die schon lange dabei sind, sollen über das, die der wichtigste Entscheid in der 67-jährigen Flottschicht verwählen. Und Herr Böhme hat gerade vorher ausgeführt, dass er kein Trittbrettfahrer will, der kurzfristig noch aufspringt, um Ganzen eine andere Richtung kennenzulernen. Woher nimmt der Vorstand die Gewissheit, dass alle die neuen Mitglieder der Mitgliedschaftsantrag vorliegen? Übrigens, die Zahl 60 stammt weder von mir, noch aus sogenannten oppositionellen Kreisen. Die haben wir von der Presse, aus der Presse kann man die entnehmen. Es ist so, an der Pressekonferenz von Seiten des ältesten Vorstands vom Sekretariat genannt worden. Jetzt heisst es plötzlich, sind nur noch vier eingegangen. Warum? Weil man von Anfang an hat man gesagt, man beschließt das Moratorium und dann sind mündliche Anfragen im Sekretariat eingegangen und dann ist man dort relativ schnell abgewiesen worden, es werden keine neuen Mitglieder zugelassen. Dann ist es klar, dass die vielen Interessierten natürlich dann resigniert haben und keine schriftliche Aufnahmegesuche gestellt haben. Also irgendwie ist schon eigenartig mit dem Moratorium. Jürgen Inkamp, hast du das Gefühl, wenn der Roger sich nicht engagiert hätte, man hätte dann vielleicht neue ZSC-Mitglieder zugelassen? Ist es einfach ganz klar gegen ihn jetzt? Ich bezeichne und habe das auch in einem Kurs so gesagt, das Mitgliederaufnahmemoratorium ist eine klare Lex Schawinski. Aber der Hintergrund scheint mir völlig klar zu sein. Der Vorstand hat Angst vor fundamentaler Opposition. Und zwar nicht Opposition gegen das Konzept als solches, sondern Opposition gegen die Art und Weise, wie die Verhandlungen mit GC sind geführt worden. Und das scheint mir da der entscheidende Beweggrund zu sein, um da das Moratorium zu beschliessen seitens dem Vorstand. Und das zeigt eigentlich, wie Angst, dass der Vorstand muss um sein Projekt haben, wenn er es nötig hat, Opposition von vornherein der Tür zuzuschliessen. Mhm. Hast du das auch so empfunden? Weil wenn es dir so um den ZSC geht, dann hättest du ja nicht unbedingt Mitglied werden müssen. Hättest du ja können irgendwo den Jürgen Inkamp oder irgendwelche andere vorne anstellen? Nein, ich glaube, in dieser Phase ist es eben wichtig, wenn es um eine neue Struktur geht, eine neue Organisation, eine AG, dass man dann dort Leute hat, die auch einen nötigen Background haben. Und ich sage jetzt, dass ich das auf diese Art und Weise schon habe. Ich habe das erworben, ich habe Erfahrungen in verschiedenen Aktiengesellschaften, ich weiß, wie das funktioniert und dass ich das machen kann und dass da nicht irgendwelche Leute das machen können. Aber ich war sehr gestört über das Wort vom Trittbrettfahrer, das Bernd Böhme gebracht hat. Weil der klassische Trittbrettfahrer, den ich kenne, heisst Bernd Böhme. Wie begründest du das? Zuerst war er Trittbrettfahrer, kurz nachdem er AIG-Manager in der Schweiz wurde, ist bei Rapperswil-Jona, ist dort Vizepräsident geworden und ist dann, ohne dass er Mitglied war, und darum finde ich es noch besonders störend heute Abend, hat er sich direkt als Präsident wählen lassen vom ZSC in einer anderen schwierigen Situation und zwar mit dem Versprechen, dass er den Club werde gesunden und dass er gleichzeitig werde Sponsorgelder bringen. Er hat das eine nicht erreicht, der Club ist nicht gesünder, er ist kränker, eben, er muss ja sogar eigentlich seine Struktur verlieren. Und AEG gibt es in dieser Form nicht. Er ist auf diese Art und Weise nicht mehr als Sponsor eigentlich zu brauchen. Und gerade er, der eigentlich out of nowhere gekommen ist, gerade zum Präsident, also der klassische Trittbrettfahrer, tut jemandem, der nicht nur durch seine Person, sondern auch durch seine Medien, durch Radio 24, durch den Walter Scheibli, seit x Jahren viel, viel mehr geboten hat für den ZSC als alle anderen, Trittbrettfahrer nachrufen. Das finde ich also nicht sehr fein. Der Bernd Böhme kann jetzt natürlich nicht antworten, aber man wartet auf die Antwort, die er auf die Ansprache von Uli Bauer gegeben hat.
Du als Anwalt, ist das jetzt eine Verleumdung? Nein, es ist ja keine Verleumdung. Ich verstehe natürlich den Frust, der jetzt im Roger Schawinski hochkommt. Und ich finde es auch nicht fair, zu argumentieren, dass die neuen Aufnahmegesuche, die sind gestellt worden, eigentlich Trittbrettfahreraktionen sind. Das ist absolut nicht so. Ich glaube, es ist in den letzten Tagen genügend zum Ausdruck gebracht worden, dass man da konstruktive Kritik übt und dass es wirklich darum geht, im Rahmen der Verhandlungen mit GC wirklich die Identität zu wahren und das Recht und die Interessen des ZSC richtig genügend zu tun. Der Stefan Nägeli vor Ort im Stadthof 11. Stefan, gibt sich etwas ganz Neues zurzeit? Im Moment nicht, nein. Nach wie vor reden wir über die Finanzen. Immer noch ist der Fritz Eichenberger dran. Ich will aber noch schnell etwas nachtragen. Ja. Der Ernst Meier, der Club 21-Präsident, hat zwischendurch auch einmal geredet. Und er hat dann gesagt, wegen diesen Anträgen, eben unter anderem wegen dem Moratorium, wo es ja darum geht, die neuen Mitglieder nicht aufzunehmen, dass man über das eventuell heute Abend doch noch abstimmen solle. Wenn, dass das aber genau soll passieren, darüber hat er nichts gesagt. Im Moment ist, wie gesagt, der Fritz Eichenberger dran und erzählt über die Finanzen vielleicht. Kommt also doch noch quasi zu einem Happy End und es werden neue Mitglieder aufgenommen. Im Moment weiss man das aber noch nicht wirklich genau. Roger? Ja? Ich bin sehr überrascht. Ich muss sagen, der Ernst Meier, das ist eine Art moralische Instanz. Nicht eine moratorische, eine moralische? Nein, eine moralische Instanz. Das ist seit vielen Jahren wirklich jemand, der beim ZSC dabei ist, der sich einsetzt. Das ist also eine saubere Persönlichkeit. Und ich glaube, er ist interessiert an einer konstruktiven Lösung. Und ihm geht es nicht jetzt um Gesichtswahrung, geht es auch nicht um einen Job zu finden, wie andere Leute, die jetzt keinen Job haben und einen Job finden müssen. Ihm geht es wirklich um die Sache. Und darum überrascht es mich eigentlich nicht, dass er da versöhnliche Worte bringt und nicht auf die Hardline einer Taktik von diesen Herren Böhme und Blatter eingeht. Stichwort Blatter, Jürgen, dein Kollege ist jetzt heute der nächste. Ich spiele Anton Blatter, Anwalt vom ZSC. Sich auch live in die Sendung einschalten. Unsere Nummer wie immer 01 419 24 55 419 24 55. Der Anwalt vom ZSC, Anton Blatter, hat jetzt da noch gesagt, ist ein bisschen weiter zurück natürlich im Verlauf des Abends, es wird gar nicht diskutiert. Ja. Also quasi vom Tisch. Also gut, da muss ich jetzt sagen, ich bin nicht Anwalt, ich bin nicht Jurist. Ich bin überrascht über das Ganze. Aber vielleicht, Jürgen, du kannst jetzt das beurteilen, was das heisst in Sachen Vereinsrecht, wenn man einen Antrag stellt, ordnungsgemäß stellt und dann den einfach nicht zur Abstimmung bringt. Ja, ich bin schlicht und einfach verblüfft, als ich gehört habe, dass Kollege Blatter über die Traktanden, die offeriert worden sind, nicht abstimmen lässt. Ich meine, wir haben fristgerecht die Anträge eingereicht. Es ist in der Einladung ja genau gestanden, bis wann das muss passieren. Wir haben alle Fristen gewartet, wir haben alle Eingaben gemacht. Und ich meine, ein Traktandierungsantrag und Rekurs, das ist ja keine Auswahlsendung, wo sich ein Vorstand nachher überlegen kann, über was abgestimmt wird oder nicht. Also es ist überhaupt keine Frage, dass das muss zur Abstimmung kommen. Und ich hoffe, dass sich die Vereinsversammlung jetzt dem Antrag von Ernst Meier wird anschliessen und der Fauxpas eben nicht wird machen, dass man auf die Abstimmung verzichtet. Aber was heisst jetzt das? Das würde mich jetzt selber wundern. Also wenn das nicht geht, dass es ein Fauxpas ist, was hat das für rechtliche Konsequenzen? Ja, meines Erachtens ist natürlich damit so eine Generalversammlung anfechtbar. Die Willensbildung wird natürlich verfälscht. Wenn ich einen Antrag stelle und Mitglieder möchte ich aufnehmen und scheinbar jetzt ja die Angst seitens dem Vorstand besteht, dass die Aufnahme von so einem Mitglied die Willensbildung wird beeinflussen. Ich meine, dann liegt es auf der Hand, dass ein Ausgang von einer außerordentlichen Generalversammlung einen ganz anderen Verlauf könnte nehmen. Wer kann denn Rekurs einlegen? Ja, Rekurs legitimiert ist einmal sicher jedes Mitglied vom ZSC, wo natürlich betroffen ist durch den Beschluss vom Vorstand, dass man über die Frage vom Aufnahmemoratorium gar nicht abstimmen. Der Roger Schawinski wäre auch legitimiert, weil er selber... Aber er ist ja nicht Mitglied. Er ist
ist nicht Mitglied, aber er hat auch rekurriert gegen das Aufnahmemoratorium. Das kann er natürlich weiterziehen. Gut, wir haben Zuschauer am Telefon, der Herr Schneider. Herr Schneider. Ja, guten Abend miteinander. Guten Abend. Ich möchte den Roger mal schnell fragen, wieso dass er nicht schon lange Mitglied ist, wenn er so der Blausch hat an diesem Verein und eben schon auch hier in Zürich verankert ist. Also ich muss sagen, die meisten ZSC-Fans, das sind immer um 10'000, wenn ein gutes Heimspiel ist, sind ja nicht Mitglieder. Und der Club wird nicht nur dreht von den Mitgliedern, ich habe einen anderen Beitrag geleistet, eben unsere Medienpräsenz, wir sind Medienpartner, wir sind mal Lieblingssponsor gewesen. Ich habe in einer früheren Phase mal gesorgt, dass ein Präsident und ein neuer Geldgeber, nämlich der Tagesanzeiger, dahinter kommt. Und ich habe nie gedacht, dass es nötig ist, dass ich selber in diesem Verein eine Rolle spielen muss, innerhalb von dieser Vereinsstruktur. Ich habe nie gedacht, dass es zu einem Ausschluss oder zu einer Zurückstufung würde ich kommen. Und ich habe auch nie gedacht, dass es auf diese Art und Weise zu einer Fusion muss kommen. Aber jetzt brennt es. Jetzt brennt es im Haus ZSC. Und jetzt muss man drin sein und wird offenbar ausgeschlossen von all diesen Leuten. Und ich hätte mir das selber nie vorstellen können. Ich frage dich, ob du dir das hättest vorstellen können, dass sie jetzt zu so einer Situation kommen kann? Ja, gut. Ja. Danke vielmals für die Antwort. Gut, Roger, der Herr Böhme will zu dir reden, aber da du ja nicht depp bist, weil wir wissen, nicht kannst nicht sein, hat das in seine Rede verpackt. Das ist die Einspielung. Weil die Offerte von Herrn Schawinski prüft, die sehr, sehr anspruchsvoll war, aber natürlich auch eine kleine Hand hat. Wenn Sie ihm schreiben, an den Vorstand von Club 21, möchte ich die ersten drei Punkte mal zitieren. Der erste Punkt war, der Herr Schawinski würde mit 500.000 Franken das Patronat übernehmen. Punkt 2, er würde mit seinem Rabe 24, dem Zürich, eine Aktion starten zur Rettung des ZSC. Und der dritte Punkt war nicht der kleine Pferdefuß, wo es keine Sicherheit gegeben hat. Sollte diese Aktion nicht den gleichen Erfolg haben, also sprich 500.000 Franken, würde Punkt 1 hinfällig werden. Und dass wir dann natürlich eine Absage der Hose irgendwo darstellen, im September oder schon früher, wenn wir Löhne zahlen müssen, dadurch haben wir es leider nicht einlaufen. Von Ihnen, Herrn Schawinski. Ist deine Offerte richtig zitiert worden? Ja, ich würde sagen, zusammenfassend ist sie richtig zitiert worden, ja. Aber ich muss sagen, das ist jetzt um etwas anderes gegangen. Das wäre dann gewesen, dass der ZSC bleibt, oder? Wieso hat nicht... sie denn noch gebracht? Ja, er hat wollen sagen, der andere bringt mir Geld, aber der andere will ihn ja kaufen, will die Hälfte der kaufen. Der andere ist nachher, der Rettenfrei. Ja, nachher hat der Club null Spieler, null aktiv etc. Man kann nicht zwei Offerten nebeneinander stellen. Das wäre dann in den Club reingegangen. Aber jetzt, in dieser Konstruktion, hat der Club überhaupt nichts mehr. Und klar, kurzfristig wäre der Club schuldenfrei. In meiner Offerte, ich habe leider nicht so viel Geld, wäre er nicht schuldenfrei, aber er wäre noch der ZSC. Und da muss man die beiden Sachen schon ein bisschen gegeneinander abwägen. Aber ich muss sagen, in einer zweiten Phase habe ich gesagt, wenn die jetzt wollen, dass das so weitergeht, dann okay, dann sind wir für die Fusion. Und dann würde ich sagen, ist auch eine Möglichkeit. Ich habe das als Möglichkeit angeschaut. Aber jetzt ist es ja um etwas anderes gegangen. Er hat nicht wieder zur Kenntnis nehmen, dass ich mich zu dieser Fusion oder zu dem Joint Venture eigentlich positiv gestellt habe. Aber das Gefühl habe, dass er, der von allem Anfang an den Namen weggegeben hat, der die Mitgliederversammlung hat, nicht einbeziehen lassen wollte, der Club eigentlich in die Kalamität hineingeführt hat, dass er wahrscheinlich der falsche Mann ist, um das Ganze durchzuführen. Und das ist eigentlich die Situation, die sich heute stellt. Und darum ist es ein bisschen seltsam, wenn er eigentlich Sachen bringt, die vorbei sind, wo nie darüber diskutiert worden ist. Man hat mit mir nie über das geredet, gesagt, könnte man die Offerte vielleicht anders machen. Man hat das von allem Anfang nicht wollen, sondern hat sich nur auf die andere Lösung konzentriert. Gut, gehen wir wieder zu Zuschauerinnen und Zuschauern. Frau Susetio, ist das richtig gesagt? Jawohl. Sie haben eine Frage im Zusammenhang mit dem Anwalt vom ZSC. Richtig. Bitte schön. Und zwar, ich habe Sonntag gesehen, gestern, und ich habe gesehen, dass die Emotionen ziemlich hoch gegangen sind. Der Herr Schawinski hat sich zeigen. Bei Herrn Blatter haben sie gesagt, er gar keine. Und ich möchte wissen, ob der Herr Blatter eventuell nicht von jemand anderem bezahlt wird, als vom Z, sondern vielleicht von GC. Ich kann das jemand von euch beantworten. Es ist ein Kollege von dir. Ist der Herr Blatter einer, der wenige Emotionen zeigt in so
doch brisante Situationen. Ja, ich glaube, Kollege Blatter hat sich anwaltslike verhalten, wenn man dem so will sagen. Und ob er jetzt von GZ zahlt ist, das weiß ich schlicht und einfach nicht. Es ist eigentlich auch egal, von wem das er zahlt wird. Auffallend ist, dass eine Vereinsversammlung jetzt von einem Anwalt muss geführt werden, obwohl das es Vorstandsmitglieder gibt. Das ist eigentlich doch auch ein bisschen eher außergewöhnlich. Das wollte ich eigentlich sagen, ja. Gut, wir können noch mal rausschalten in Stadtdorf 11 zum Stefan Nägeli. Wir sind gespannt, ob jetzt doch noch abgestimmt wird über neue Mitglieder oder nicht. Weißt du da Neues? Nein, im Moment nicht. Im Moment ist es so, dass diverse Supporter zu Wort kommen und aus ihrer Sicht ein bisschen etwas zu dem ganzen Konzept sagen. Vor wenigen Augenblicken hat Charlie Knecht geredet. Er ist Supporter-Präsident und hat eine flammende Rede gehalten, vor allem auch an die Spieler, die da draussen sind, und hat an Stolz und an das Herz vom ZSC eigentlich appelliert, dass man da wirklich in der nächsten Saison einen Schritt vorwärts machen soll. Jetzt nicht nur mit einem neuen Konstrukt, sondern wichtig sei in erster Linie, dass eine Mannschaft auf dem Eis stehe, die eben das Herz hege. Und mit dem Herz meint er vor allem die Leidenschaft, die ZSC-Fans dem Ganzen entgegenbringen. Es ist auch noch nicht sonst abgestimmt worden. Es wird sehr viel geredet im Moment und ich komme mir fast ein bisschen vor, wie wenn die ganze Veranstaltung zu Tod geredet würde. Immerhin, es ist kurz vor der 10. Es ist im Moment überhaupt nicht in Sicht, wann über was abgestimmt wird. Gut, besten Dank, Stefan Nägeli. Die Rede war vom Herz. Wie soll ich mal am ZSC-Fan von unseren Zuschauern, Herr Leber? Sind Sie noch da? Guten Abend miteinander. Guten Abend. Zuerst möchte ich Roger Schawinski eigentlich für sein Engagement gratulieren. Ich finde es toll, wenn er das in den vergangenen Jahren gemacht hat, nicht nur jetzt in dem Fusionsgespiele da, sondern vorher, wo der mit dem Walter Scheibli und so weiter eben auch stark der ZSC unterstützt worden ist. Ich möchte zu der aktuellen Situation sagen, man vergisst eigentlich sehr schnell einmal auch die Fans. Wir reden jetzt immer von Mitgliedern. Es gibt aber zahlreiche Fans, die nicht Mitglied sind, sondern einfach eine Saisonkarte haben, die eigentlich das Geld ins Hallenstadion hineintragen. Und der ZSC, der hat doch eine Kultur, finde ich, oder gehabt zumindest, wo halt eine gewisse Schicht oder eine gewisse Schicht Leute eben auch angesprochen hat. Die vertreibt sich relativ schlecht mit GC und es ist auch nicht die gleiche. Und ich finde, genau an diese Fans hat man eigentlich nie, oder ja, die hat man nie richtig zu Wort geholt. Ich möchte Roger Schawinski eigentlich sehr stark unterstützen. Ich weiss von meinem Kollegenkreis, von Leuten, die jahrelang schon Saisonkarten beziehen, wahrscheinlich eben dann keine mehr nehmen, wenn GC dort eine Überhand überkommt. Und auch, wenn auch Grashüpfer mit den Fahnen im Hallenstadion sind, dann haben wir wahrscheinlich einen Kulturschock und das wird sich wahrscheinlich auch negativ auf die Kassen auswirken. Sind Fans sich jetzt kurz gekommen? Ich glaube, das ist klar. Fans sind das Wichtigste von einem Club und Fans sind das Herz. Und ZSC hat die allergrößte Fangemeinde in Zürich. Wenn der ZSC hinten raus spielt, ist das Hallenstadion voll. Wenn GC im Fußball würde hinten raus spielen, wären wahrscheinlich 3'000 auf dem Hardum, so wie jetzt meistens 3'000 oder 4'000 auf dem letzten Grund sind. Und das ist klar, es ist der Club mit den meisten Emotionen. Und dort, wo Emotionen involviert sind, kann man nicht döchteln. Das ist also das Schlimmste. Man hat zum Beispiel gesehen in Amerika, wo Coca-Cola hat ein neues Coca-Cola einführen und gesagt, das ist besser. Das war ein Aufstand. Alle haben gesagt, nein, wir wollen das Coca-Cola und kein anderes. Und genau so sage ich, wir wollen den ZSC und keinen anderen. Gut, über den Namen ist ja auch noch nicht entschieden worden, ob der soll ZSC bleiben oder ZSC Lions. Es sieht ja wirklich dann aus, aufgrund der Schilderung von Stefan Nägeli, dass es länger würde gehen. Wir sind auf jeden Fall ab der 10:30 wieder da und Sie können sich auch dann wieder direkt in den Tag täglich einschalten. Die Nummer können Sie sich schon merken, 419 24 55. Das war es mal von der ersten Runde. Weiter geht's mit den News. Bleiben Sie da, Messi. Suchard Papillon präsentierte. Rund 94 sind gekommen und sie werden abstimmen, ob sie wollen fusionieren mit GC und auch noch ein paar andere Traktanden. Wir haben schon mal darüber berichtet, was bisher passiert ist. Jetzt aber zuerst ganz klar zur Aktualität. Unser Reporter aus dem Stadthof 11 ist der Stefan Nägeli. Stefan, hörst du uns? Ich höre euch gut, es sind sogar mehr als die 490. Das sind die 490 Stimmberechtigten. Insgesamt sind über 1000 Leute anwesend hier im Stadthof 11. Du hast angetönt, es wird ein Haufen geredet, es wird immer noch geredet. Unterdessen hat der Vorstand aber seine Ausführungen zum Projekt eigentlich abgeschlossen. Im Moment ist man dran, die verschiedensten Anträge, die zuhanden von dieser außerordentlichen Generalversammlung eingereicht worden sind, zu verlesen. Dazu hat dann jeder die Möglichkeit, dass er einen Antrag eingereicht hat, auch noch Stellung dazu zu nehmen. Die einen Anträge
Anträge sind bereits wieder zurückgenommen worden. Es hat aber natürlich noch sehr spannende Anträge darunter, nämlich zum Beispiel das Moratorium gegen die Mitglieder, die gerne wieder Mitglied werden, aber vom Vorstand am liebsten wieder draussen behalten werden. Es sieht so aus, wie wenn über das jetzt doch noch heute Abend abgestimmt würde, aber niemand kann so recht sagen, wann das der Fall wird sein. Und vor allem weiss man auch nicht, wann es dann über die Hauptsache, nämlich über ZSC Lions, über die Aktiengesellschaft, über den Zusammenschluss von GC und ZSC, wenn das dort abgestimmt wird. Auch da sieht es im Moment noch nicht so aus, wenn das in den nächsten paar Minuten wäre. Es ist ein richtiger Redemarathon und ich habe voran ein bisschen die Mitglieder beobachtet, dass also der eine oder andere schon drunter hatte, der die ersten Augen ein bisschen zugemacht hat. Ein Antrag ist unter anderem auch, dass der Roger Schawinski soll im Verwaltungsrat aufgenommen werden. Weißt du da Neues? Da weiss man im Moment nichts Neues, aber so wie ausgeführt worden ist, geht es heute nicht um die Stellung von dem Verwaltungsrat, sondern es geht lediglich darum, dass man quasi grünes Licht gibt für weitere Verhandlungen und dass der Roger Schawinski im Verwaltungsrat käme. Das wäre dann ein Traktandum von weiteren Sitzungen. Also das wird wahrscheinlich heute Abend da nicht entschieden werden. Gut, erst besten Dank für deine Ausführungen. Wir werden dich wiederhören im Verlauf dieser Sendung zu unseren Gästen heute Abend. Roger Schawinski, zuerst zu dir. Wer hat den Antrag gestellt für dich als Verwaltungsrat? Der Ehrenpräsident vom ZSC, der Freddy Duttwiler, hat das gestellt, hat das auch gut und detailliert begründet. Man hat offenbar vor wenigen Minuten den Antrag zurückgezogen, damit das jetzt nicht zur Abstimmung soll kommen. Das ist jetzt, nachdem auch über die Mitgliedschaft nicht soll abgestimmt werden, der zweite Versuch. Nein, der zweite Versuch, dass die Mitglieder nichts zu sagen haben. Man wollte offenbar die Mitglieder nicht befragen und hat alle Möglichkeiten ausgelotet und gemacht, damit alles zu ist, dass der Deckel drauf ist, bevor überhaupt die erste Abstimmung stattfinden kann. Und das sagt eigentlich schon alles. Dann begrüße ich auch wieder den Jürgen Imkamp bei uns im Studio. Du bist Anwalt, ZSC-Fan. Vielleicht noch mal zur Klärung. Also, ihr bildet ja die Gruppe Rettet den ZSC oder wie auch immer. Die Rede ist von Fusion. Ihr habt auch deklariert, ihr seid eigentlich nicht gegen eine Fusion, aber es geht ein bisschen um Verpackung. Wir haben heute Abend schon mal von Hochsee geredet. Der ZSC-Vorstand will da ein Hochseekleid überstülpen über den ZSC. Das passt euch irgendwie nicht, das Hochseekleid. Ja, es gibt natürlich solche und solche Hochzeitskleider. Wir sind mit dem Hochzeitskleid, das der jetzige Vorstand im ZSC überstülpen möchte, nicht einverstanden. Wir sind der Auffassung, dass es weniger Verzierungen braucht, als das, was es jetzt an dem Verhandlungsmuster hat, wo vom ZSC-Vorstand präsentiert wird. Es sieht so im Moment ein bisschen verschleiert aus. Ja, es ist jetzt mittlerweile 10:30. Ich glaube, man will die Leute müde reden. Man will auf jeden Fall einfach, dass die Leute am Schluss dann einfach Ja und Amen sagen. Ich meine, das sind die meisten Leute, die morgen früh arbeiten. Und ich finde es ziemlich eine Zumutung, dass man auf diese Art und Weise das verschleppt, bevor eigentlich die richtige Diskussion losgeht. Gut, wenn Sie sich später eingeschaltet haben, vielleicht eine schöne Sommerabend noch genossen haben, jetzt einmal einen kurzen Zusammenschnitt über das, was bisher passiert ist, draussen im Stadthof 11, gemacht von Silvan Grütter. Montagabend, 8 Uhr. Die ZSC-Gefolgschaft strömt auf Oerlikon. Nicht ins Hallenstadion, sondern in Stadthof 11. Anstatt Goal will man heute klare Worte, anstatt ein Sieg endlich eine Entscheidung. Liebe Mitglieder, ich möchte Sie begeistern für ein Projekt, das in der Schweiz im Eishockey bisher einmalig ist. Sie können heute Abend durch Ihre Stimmabgabe zum Pionier werden. Den ZSC der Pionierrolle führen und andere werden sicher folgen. Und mit dem Folgen haben die Stimmberechtigten heute ihre Mühe gehabt. Mit einem hübschen Sololauf nach bester Eishockey-Manie hat Bernd Böhme versucht, der Diskussion um die Neuanträge zu entgehen. Das Fussvolk hat sich gewehrt. Zu stehen, mit allen zu reden, dann könnt ihr doch jetzt die Abstimmung durchführen. Wir haben von Anfang an haben wir gesagt, wir beschließen das Moratorium. Und dann sind die mündlichen Anfragen im Sekretariat eingegangen. Und dann ist man dort relativ schnell abgewiesen worden, es werden keine neuen Mitglieder zugelassen. Dann ist es klar, dass die vielen Interessierten natürlich dann resigniert haben und keine schriftliche Aufnahmegesuche mehr gestellt haben. Auch dem Herrn Schawinski ist es so gegangen. Von den Anträgen aus dem Publikum hat man bei der fusionswilligen ZSC-Leitung aber nichts wissen wollen. Anstatt dem offenen Schlagabtausch lieber Sticheleien. Und die ganz einfache Frage war die, warum möchte denn eigentlich dir, wo sich jetzt eigentlich so als die Rettungsspiele vom ZSC, warum haben sie uns denn jetzt schon früher, jetzt kann ich auch mal in der Emotion, ihre Mitgliedschaft bekunden? Das ist doch richtig.
Und wenn wir es dagegen sagen, jetzt können andere auch nicht dagegen. Sie können sich doch melden. Aber nicht einfach etwas blockieren, wo wir meinen, das ist für den ZSC die Zukunft, die man sich seit 37 Jahren, seit 36 Jahren wünscht. Und wir können darüber abstimmen. Und Sie entscheiden, liebe Mitglieder, ob wir darauf eintreten sollen oder nicht. Wir können darauf eintreten. Wir haben keine Angst davor. Wir haben keine Angst vor Diskussionen. Aber heutzutage werden wir das Projekt vorstellen und euch nicht blockieren lassen von den ganzen Anträgen, die der Vorstand in Globo, und es sind noch einige Anträge, die sind schon zurückgezogen worden, die der Vorstand in Globo zurückweist und bittet, nicht darauf einzutreten und abzulehnen. Wir können das gerne machen. Wenn Sie das wünschen, wir können die GV so durchziehen, die Außerordentlichen. Schlussendlich hätte man aber dann doch nicht wollen. Der ZSC hat heute Abend definitiv keine neuen Mitglieder bekommen, aber vielleicht ein paar alte verloren. Wer weiß, vielleicht hat er auch Fans oder sogar Goodwill verloren, weil das Wörtchen Goodwill spielt ja auch eine bestimmte Rolle, wird sogar in der Budgetierung beinhaltet. Es wird geschätzt auf 1 Million. Jürgen Imkamp, der Goodwill. Der kommt da offenbar jetzt aber heute sagen, nicht zum Zug. Also, ich glaube, nur die wirklich Mitglieder sind, die einen Ausweis haben, die haben zu sagen. Und die Goodwill bisher gezeigt haben, die sind offenbar draußen vor der Tür. Genau, das ist überraschend. 1 Million ist eine imposante und eindrückliche Zahl. Und ich glaube kaum, dass die 1 Million Goodwill nur von den Mitgliedern vom ZSC repräsentiert werden, die einen Mitgliederausweis haben, sondern von all denen, die das Stadion füllen, von all denen, die Wochenende für den ZSC fanen. Und darum ist es auch widersprüchlich, wenn auf der einen Seite mit dem Goodwill operiert wird, wo eben alle dazugehören, unabhängig davon, ob sie Mitglied sind oder nicht. Und auf der anderen Seite, dass man in dem Moment, wo genau solche Fans und Nicht-Mitglieder mitmachen wollen, dass man ihnen die Türen vor der Nase zuschlägt. Das ist ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt. Also ich meine, der Bernd Böhme überspannt es langsam. Wenn ich jetzt das anhöre, muss ich auch gleich ein Geschichtchen erzählen. Der Bernd Böhme, der vor 3 Jahren von Rapperswil gekommen ist und sich zum ZSC-Präsident gemacht hat, wählen lassen hat, weil er gesagt hat, er bringe AEG als Sponsor mit, hat als eine von seinen ersten Aktionen hat er will Fanartikel, wie er gesagt hat, hat er will ein bisschen fördern. Und hat dann Schals bestellt, Hunderte und Tausende von Schals. Wo dann die gekommen sind, sind alle Leute total zusammengebrochen beim ZSC, weil drauf, auf diesen Schals, auf diesen Wollschal, ist tatsächlich gestanden Zürcher SC. Und ich muss sagen, ein Präsident, der nicht einmal den Namen weiss, von seinem Club, muss nicht anderen Leuten sagen, sie hätten sich nicht für das eingesetzt. Das hat übrigens dann der ZSC müssen zahlen, das Einstampfen von diesen Fanartikeln. Gut, neben dem Geschichtli wieder zurück ins in Stadthof 11. Der Charlie Knecht hat auch geredet, er ist Präsident der Supporter. In der letzten Saison am meisten wehgetan hat, ist, dass wir relativ grosse Versprechungen gemacht haben, die sehr eine grosse Unruhe auch vom Januar weg bis jetzt in den Club hineingetragen haben. Und wenn man vom Zürcher Schlittschuhclub spricht, meine lieben ZSC-Mitglieder, muss ich Ihnen nicht sagen, von was man redet. Man redet von Emotionen. Man redet von Herzblut und man redet von einem Stück Geschichte und einer Philosophie. Und damit die kann funktionieren, braucht es einen Charakter. Und den Charakter, den muss ich in eine Mannschaft hineintragen, die das Libri anhat mit den rot-weiß-blauen Farben. Und wenn ich ins Hallenstadion als Bützer, als Tierarzt, als Bankdirektor oder als Charlie Knecht komme, dann möchte ich bei euch unten sehen, säckeln, leiden, machen, tun, das 60 Minuten lang. Das ist also der Charlie Knecht vom Team 2000. Sie können sich einschalten live in die Sendung. Unsere Nummer ist 01419-2455. 01419-2455. Ihre Meinungen, Ihre Anmerkungen zu
Verlauf dieser außerordentlichen Generalversammlung. Oder wenn Sie Fragen haben, unsere Studiengäste, an Roger Schawinski oder an Jürgen Inkamp. Ich habe es vorhin erwähnt, das Traktandum Verwaltungsrat, Roger Schawinski, das liegt irgendwo jetzt in der Luft. Wir wissen nicht, echt, ob das der Freddy Duttweiler wirklich zurückgezogen hat, wenn es auf das Tapet kommt. Dann gibt es ja auch noch die Verhandlungsdelegation. Und über das soll eigentlich auch noch geredet werden darüber. Da ist mir jetzt noch nicht bekannt, ob das bereits passiert ist. Du spielst dort eine Rolle in dieser Verhandlungsdelegation. Also es ist so. Ich glaube, die Leute, die sich selber ernannt haben in die Verhandlungsdelegation, da ist einmal der Anton Blatter, der die Versammlung heute Abend führt, der seltsam ist, dass ein Anwalt, ein zahlter Anwalt mit Stunden- und Minutentarif, bei ihm läuft der Ticker die ganze Zeit, den ganzen Abend, pro Minute kassiert er dort, dass er das führt in einem Verein, ist der Einzige, der ein Mandat hat, der nicht für sich redet. Jeder andere redet ja eigentlich für sich. Das ist schon sehr seltsam. Dann ist der Präsident Bernd Böhme, der eigentlich in eigener Funktion alleine den Club geführt hat und eigentlich eben in die Kalamität hineingeführt hat. Dann der Kassier, der hat vor allem die roten Zahlen müssen verbuchen. Und dann noch der Ernst Mayr. Ich glaube, diese Delegation hat nicht das Beste rausgeholt für den ZSC. Hat den Namen weggegeben, hat viele andere Sachen weggegeben. Hat auch am Anfang dazu eine Hand bieten, dass GZ Mehrheit hat, 5 zu 4. Erst nachdem ich dann bin, haben sie A mit dem Namen zurückbuchstabiert und B vor allem gesagt, es sei 4 zu 4 und so weiter. Aber ich traue diesen 4 nicht so ganz, nachdem sie so von allem Anfang an so mit voreilendem Gehorsam die Forderungen von GC erfüllt und übererfüllt haben. Und aus dem Grund glaube ich, dass zum Interesse des ZSC nicht nur kurz, sondern auch mittel- und langfristig sicher die Verhandlungsdelegation muss gestärkt werden. Und ich hoffe, dass heute Abend endlich mal über das kann abgestimmt werden. So ein Antrag soll gestellt werden und ich hoffe nicht, dass der auf irgendeine Art und Weise auch nochmal abgeklemmt wird, damit die auf eine ganz seltsame Art und Weise die Veranstaltung und die Mitglieder überhaupt nicht zum Zug kommen lassen. Zum Zug kommen, das ist ein Stichwort für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Beispiel, Herr Ernst, sind Sie noch da? Hallo, guten Abend. Offenbar. Ah, doch, ja. Bitte schön. Haben Sie eine Frage? Ja, ich habe die Frage an den Rechtsanwalt. Bitte, ja. Ob für die heutige Verlängerung Statutenverletzungen vorgenommen worden sind, die genügen würden, damit man bei den Beschlüssen der heutigen außerordentlichen Versammlung könnte anfechten. Und wer könnte die anfechten? Nur ein Clubmitglied und. Ja, hallo? Und ja, welche Instanz müsste der Rechtsanwalt das machen? Jürgen Inkamp. Ich würde dann erst noch vorschlagen, ob man nicht könnte die Partnerschaft, die an sich etwas Vernünftiges wäre, könnte beschränken auf 5 Jahre. Das sind meine Fragen. Ja, Herr Ernst, das sind ein Haufen juristische Fragen, die Sie da auf das Mal gestellt haben. Herr Inkamp, ja. Ich wollte Sie in Kürze wollte ich Sie beantworten. Abschließend ist es nicht möglich, weil wir ja nicht wissen, ob effektiv heute noch über das Aufnahmemoratorium abgestimmt wird oder nicht. Ja. Sollte aber das nicht der Fall sein, dann liegt meines Erachtens sicher eine Statutenverletzung vor, weil nämlich in den Statuten klipp und klar, deutsch und deutlich steht, dass die Generalversammlung darf abstimmen über die Aufnahme von Mitgliedern. Und damit wäre so ein Beschluss, so eine Abstimmung nicht durchzuführen, sicher anfechtbar. Ja. Und man muss jetzt noch den weiteren Abend abwarten. Eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, dass es ein bisschen länger geht, dann wird möglichst hitzig diskutiert und wir hoffen alle auf ein Happy End. Ja. Und wer könnte dann die Anfechtung machen und an welches Gericht? Als allererstes ist natürlich jedes betroffene Vereinsmitglied selber berechtigt. Sind Sie ein Mitglied? So ein Mitglied vom Verein, jawohl, jeder. Sind Sie eins? Ich bin kein Mitglied, nein, das habe ich heute schon gesagt. Das müsste also ein anderes Mitglied machen. Ein Mitglied, das heute an dieser Verhandlung, an dieser Versitzung, an dieser außerordentlichen GV teilnimmt, ist grundsätzlich berechtigt, das anzufechten, jawohl. Ja. Gut, besten Dank, Herr Ernst. Ja. Machen wir weiter mit dem Telefon. Herr Gisel, bitteschön. Ja, das ist der Bruno, alle miteinander. Hallo. Ich bin sackentäuscht über euch alle. Wieso? Roger, ich bin alter Gropera-Fan. Ich habe den Benninger, Freddy Bieler, Heidi Lohr, alle habe ich gesehen, spielen. Nicht wahr? Vom ZSC, ich bin alter ZSC-Fan. Ich bin sackentäuscht über alle ZSC-Fans. Jetzt kommt der Walter Frey und buttert da 2 Millionen rein. Ich bin sackentäuscht, dass ZSC-Fan mit dir, Roger, nicht fähig sind, 2, 3, 4 Millionen anzubringen, dass der ZSC bleibt.
dass es das ZSC wird bleiben. Ich bin sackenttäuscht, dass alle ZSC-Fans und alle 10'000, die nicht Mitglieder sind, nicht fähig sind. Ich als IV-Rentner würde auch noch etwas spenden dazu. Ich bin sackenttäuscht, dass du, Roger, zum Beispiel die Möglichkeit hättest, durch Radio 24, durch Tele Zürich, die Summe könntest aufbringen, damit der ZSC ohne Frei, ohne SVP, ohne nichts, der ZSC könnte bleiben. Bisschen gut, Roger, sag du mir, verdammt nochmal, ich blüte. Wieso, dass du nicht fähig bist, der ZSC mit Aufruf, mit Geldspenden nicht kannst retten? Wieso sollen wir uns im Geld von Walti Frey und SVP unterwerfen? Das ist meine Frage, das ist mein Votum und ich hoffe, du gibst mir jetzt verdammt nochmal eine vernünftige Antwort. Gut, eine lange Frage. Ich finde, das ist eine gute Frage und auch ein ganz gutes Statement. Ich muss sagen, man hat es vielleicht im Verlauf des Abends gehört. Ich habe so einen Vorschlag genau gemacht. Ich habe einen Vorschlag gemacht, wo wir sagen, wir von Radio 24 und Tele Zürich möchten einen Beitrag leisten und die Bevölkerung von Zürich, vor allem ZSC-Fan, einen anderen Beitrag. Über die Höhe hätte man noch darüber diskutieren können und habe das gemacht zu Handen vom Club 21 oder Ernst Mayer Präsidentin und die haben das abgelehnt. Die haben gesagt, lieber die 2 Millionen von Walter Frey als das. Und das ist dort schon gescheitert und genau das wäre eigentlich das gewesen. Und gegen die ganzen Institutionen, gegen die Hierarchen, die Moguls vom ZSC, alles das machen. Das sind wichtige Wirtschaftsleute, die dann ihre Deals machen innerhalb von diesen gewissen Supportervereinigungen. Der Herr Blatter ist einer von denen, wo sie sich gegenseitig Geschäft zuhalten und darum ist er jetzt wahrscheinlich auch dort oben und kassiert heute Abend Geld. Die haben das von Anfang an abgeschmettert. Das wäre auch meine Lösung gewesen. Ich bin völlig deiner Meinung, aber die haben mich alle ausbremst. Aber Roger, wären die Leistungen in Cash gewesen? Ja, wir haben gesagt, einen gewissen Betrag in Franken. Habe ich jetzt mal gesagt, 500'000 Franken. Wenn nochmal 500'000 Franken von den Fans kommen, wäre 1 Million. Ja. Und dann wäre die Schuld noch 1,4 Millionen gewesen. So what? Dann hätte man den Club nicht müssen verkaufen müssen, wo der Bernd Böhme angefangen hat. Das muss man ja sagen. Es waren 3,5 Millionen gewesen. Und dort hat niemand von einer Fusion geredet. Und mit 1,4 Millionen Schulden, das ist etwas, wo absolut managebar gewesen wäre und sicher weniger gewesen wäre als irgendetwas in den letzten 10 Jahren. Wäre kein Problem gewesen. Aber alle haben es nicht wollen. Die haben das Glitzern gehabt in den Augen, wo sie das Gefühl hatten, mit einem Schlag haben sie alle Schulden weg. Und die Vorschläge von mir, die sagen, es ist halt ein bisschen härter und ein bisschen länger, aber es ist der eigene Weg, die sind runtergefallen. Gut, zurück raus in den Stadthof 11 zum Anton Blatter, Anwalt vom ZSC. Wenn Sie, dass man Anträge stellt, die mit dem Traktandum in keinem Zusammenhang steht. Es kann ebenfalls nicht sein, dass man ein ganz wichtiges und vielleicht das wichtigste Traktandum in der Vereinsgeschichte und ZSC heute Abend blockiert, indem wir uns jetzt 3 Stunden über Herrn Schawinski die Köpfe einschlägt. Herr Schawinski hat es nicht zugehört. Und deshalb wird jetzt die Generalversammlung heute Abend auch nicht zu einem juristischen Streit kommen, sondern ich würde Sie auffordern, wenn Sie nicht einverstanden sind, macht Sie den Kurs an die ordentliche Generalversammlung. Für heute Abend ist das Thema gelegt. Ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht, dass sich die Leute wegen der Köpfe eingeschlagen haben heute Abend hier im Stadthof 11, aber eine Replik auf den Vorwurf, du hast dich nicht sauber verhalten. Ja, das finde ich also dick. Ja, was habe ich falsch gemacht? Also ich meine, ich habe einen Antrag gestellt, ich habe meine Meinung gesagt, es ist eine andere Meinung als die von Herrn Blatter. Und wenn er das einfach so sagt, man hat vorher geredet von Ehrverletzung, das ist Ehrverletzung. Wenn ich mich nicht sauber verhalten habe, ich habe einen Antrag gestellt, er hat nicht zur Abstimmung gebracht, dann will ich also noch offen haben, wer das Ganze sauber gemacht und wer nicht. Ich finde es auf diese Art und Weise, mit Charakterdiffamierung, wo man das Ganze vom Tisch hat. Und das haben ja auch viele Leute gemerkt da drin. Auf diese Art und Weise, mit seinen schönen, süßen, mit Engelzunge geübten Anwaltssprache, hat er offenbar nicht alle Leute können überzeugen.
Oder? Was siehst du? Wir haben einen Anwalt da, nicht sauber. Also, ich meine, du hast das Ganze auch mitverfolgt und du hast auch mitgeholfen, den Antrag zu stellen. Also was heisst denn da nicht sauber? Also von unsauberen Machenschaften, wie das vielleicht mag durchgeschonen hat, da kann natürlich überhaupt keine Rede sein. Man hat auf alle Anträge, die man hätte können stellen, fristgerecht reagiert. Man hat die Rekurs so eingereicht, wie sie sich gehört. Man hat die Anträge so eingereicht, wie sie sich gehört. Darum ist das, was der Kollege Blatter vorbringt, um jetzt die Abstimmung über das Aufnahmemoratorium zu verhindern, eigentlich ein rein formalistischer Grund, der vorgeschoben wird. Grundsätzlich scheint es mir aber darum zu gehen, unerwünschte Opposition von dieser Versammlung fernzuhalten. Gut. Stefan Nägeli, da ist die Kamera. Bist du draußen? Bist du gerade am Telefon? Was ist der aktuelle Stand? Im Moment sind im Stadthof 11 nach wie vor Mitglieder, die Fragen stellen zu dem ganzen Fusionsprojekt. Es sieht aber so aus, wie wenn in den nächsten, sagen wir mal, 5 Minuten, höchstens 10 Minuten, definitiv abgestimmt würde über die Fusion zwischen GC und dem ZSC. So wie es jetzt aussieht, wird aber nicht darüber abgestimmt, ob die Mitglieder aufgenommen werden, die noch gerne einwettet. Das klingt jetzt ein bisschen eine sonderbare Wendung eigentlich, weil vorher hat es fast so getönt, wie wenn man darüber würde abstimmen. Im Moment sieht es wieder eher nicht so aus, aber über Fusion sollte in den nächsten Minuten abgestimmt werden. Mein Vorschlag ist, reden wir im Studio mal weiter. Ich beobachte da aus und bleibe auf der Leitung. Gut, bleibst dran. Besten Dank, Stefan Nägeli. Wir gehen einmal zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Am Telefon der Walti. Ja. Aber nicht der Walti Scheibli. Nein, der Walti Bolzart. Also ich möchte mal euch alle begrüßen, oder? Und wollte mal ein kleines Statement abgeben. Zwar, ich bin eigentlich Mitglied gewesen, bis zum 20. Uhr. Und hat den anderen eben gut zugeben können. Wir haben extra verloren. Und das finde ich eine Frechheit an den 10.000 Zuschauern gegenüber, oder? Und dann nachher finde ich jetzt, die Fusion ist sicher nicht schlecht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Roger, ich mag dich nicht so gut. Aber was du über den Böhmen sagst, das finde ich super. Weil das stimmt, er hat gesagt, wir sind spielen unter den ersten vier. Oder? Wir werden ein Spitzenspiel machen da zusammen. Und wir sind genau in der Abstiegsrunde drin gewesen. Also respektive auf der Abstiegsplatz. Und meine Frage ist eigentlich, ich habe das Gefühl, die ganze Fusion läuft raus, was in 2-3 Jahren das ZSC nicht mehr gibt. Was nur noch GC gibt. Und GC ist nie aufgestiegen, hat es 3-mal probiert, hat es nicht geklappt gehabt. Und einfach meine Meinung ist einfach heute, der ZSC, was die Frechheit noch ist, was aus dem Hallenstadion ausgenommen wird, weil das Hallenstadion ist das ZSC und das ZSC ist das Hallenstadion. Ja, das sind auch deine Befürchtungen. Also, das ist alles offen. Ich meine, am Schluss ist die Frage natürlich, was geht in dem Verwaltungsrat? Und wer hat dort das Sagen? Und um das geht es. Und ja, das sind natürlich Befürchtungen, die nicht einfach von der Hand zu weisen sind. Das muss ich schon sagen, vor allem so, wie es gelaufen ist, wo man die Mehrheit vor allem Anfang an der GC-Seite hat wollen geben. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt doch noch in den Verwaltungsrat gewählt worden. Du müsstest ja noch akzeptieren. Würdest du das nach dem heutigen Abend überhaupt? Ich glaube, das ist vielleicht gar noch nicht die Situation da. Ich bin der Meinung, dass eigentlich erst die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni über die Verwaltungsratsmitglieder soll entscheiden, wenn die AG gegründet worden ist und wenn das Ganze funktionsfähig ist. Jetzt geht es darum, dass man das Beste rausholt in diesen Verhandlungen. Und ich habe jetzt Angst, wenn man da jetzt eben kurz vor den Elfen, wenn die Leute schon müde sind, einfach sagt, stimmen die dazu, ja oder nein, dass man denen wirklich einen Blankoscheck gibt, weiter zu wursteln auf diese Art und Weise und dann dass die Verbesserungen, die man könnte anbringen. Und ich bin überzeugt, zum Beispiel Verbesserungen im Namen. Ich habe also ein Gespräch geführt mit GC-Seiten, die wären einverstanden, bin ich überzeugt, dass man bei ZSC bleibt und dass man nicht auf ZSC Lions muss ausweichen und abschwächen. Dass man das durchbringen könnte. Dass wenn man es jetzt noch durchpeitschen will, dass das alles verloren geht, einfach weil es diesen Herren in den Kram passt, damit sie ihre Haut retten können. Man wartet also auf den Entscheid, den Stefan Nägeli angetönt hat. Wir machen dann noch ein bisschen weiter. Wir werden den Entscheid natürlich mitnehmen in dieser Live-Sendung. Und gehen jetzt zum Herrn Spiess. Guten Abend, Herr Spiess. Guten Abend miteinander. Bitte schön. Meine Frage ist eigentlich etwas ganz anderes. Was passiert, wenn der ZSC das nächste Jahr absteigt? Gegen wer spielt es dann? Gegen GC? Ja, die Gefahr ist real. Ich meine, der ZSC ist geschwächt, so wie es jetzt aussieht. Es kommen GC spielen, die es nicht geschafft haben, in die Nationalliga aufzusteigen. Die sind jetzt vor allem neu zuzügen. Ein paar von den besten Nationalspieler vom ZSC gehen jetzt weg, Richtung Ambri, Richtung anderen Ort. Und es wird ganz eine harte Saison. Es kommt ein neuer deutscher Trainer, wo man keine Ahnung hat, wie er da mit dieser Schweizer Art zurechtkommt. Es wird ganz, ganz eine heikle Saison. Und dass man so jetzt am Schluss der Transferperiode in dieser Situation
ist, das hat der heutige ZSC-Vorstand zu verantworten. Und das könnt ihr jetzt nicht abschieben und sagen, wir haben ein tolles Projekt, ihr seid Pioniere, sind die Grössten. Am Schluss muss man sagen, dass die Mannschaft jetzt schlechter darstellt als am Anfang der letzten Saison. Und das ist kein Ruhmesblatt. Gut, Sie können sich weiterhin melden, direkt in Ihrer Sendung 01 419 24 55, 01 419 24 55. Jürgen. Ja, das Problem, das gerade Herr Spiess angesprochen hat, ist eigentlich das Problem, das im Mittelpunkt steht. Das Konzept, das heute ist vorgestellt wurde, das kann man in blumigen Worten sehr nachvollziehbar darstellen und wird auch noch ziemlich schnell überzeugen. Ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir uns gar nicht gegen das Konzept selber wehren. Die Krux und der Teufel liegt aber im Detail, nämlich in der Umsetzung von dem Konzept. Und genauso Fragen, wie der Herr Spiess jetzt gestellt hat, was passiert denn, wenn in der nächsten Saison abgestiegen wird, das sind Fragen, die man selber gerne im Stadthof 11 gefragt hätte, wo wir jetzt aber keine Gelegenheit haben, dafür und dazu bekommen. Nämlich, das sind die Detailfragen mit vielen, vielen anderen mehr, ein Haufen Juristenfutter, das da noch versteckt ist, wo eben sollte dazu führen, dass so wenig Verzierungen wie möglich an dem Brautkleid dran sind. Und es wäre ja schon eine Pointe, wenn man jetzt würde abstimmen über Fusion und dann würde ich anschliessend sagen, die Aufnahmegesuche der neuen Mitglieder werden positiv beantwortet, wenn man dann die Abstimmung macht und dass ich dann könnte Mitglied werden, nachdem der Mist schon geführt ist. Das würde ich sagen, das wäre dann Schindluderei. Und ich hoffe, dass es da dazu nicht kommt. Und in so einem Fall würdest du dann auch nicht mehr Mitglied werden? Du, ich muss dann die Entscheidungen fällen, wenn sie so weit kommen. Ich tue das nicht im Voraus sagen, was ist wann. Aber ich würde einfach sagen, dann hat der Vorstand wieder mal bewiesen, dass sie von demokratischer Kultur nicht viel Ahnung haben. Am Telefon ist der Herr Buck. Guten Abend. Ja, guten Abend miteinander. Ich muss vorausschicken, bin gar kein ZSC-Fan, aber verfolge natürlich die Geschichte sehr interessiert. Und was mich jetzt ein bisschen bedenklich dunkt, ist die Versammlungsführung von diesen Herren hier im Hallenstadion. Also, das ist ja, darf ich Sie unterbrechen? Es ja, geht gerade um eben die Versammlung, die Herren führen. Ich höre gerade den Entscheid über Fusionierung, sei gefallen. Stefan Nägeli, bitte. Ganz genau, er ist gefallen vor wenigen Augenblicken. ZSC-Mitglieder sagen Ja zu dieser Fusion. Das heisst also, es wird so gemacht, wie der Vorstand heute Abend vorgeschlagen hat. Es soll also in Zukunft eine Zusammenarbeit geben zwischen ZSC und GC in dem Rahmen, wie es heute Abend da aussen präsentiert worden ist. Und das heisst eigentlich auch, dass der neue Club in der nächsten Saison ZSC Lions wird heissen. Es gibt zwar noch einige Anträge, die das wollen verhindern, ob aber die wirklich noch heute Abend zur Abstimmung kommen, das ist im Moment noch offen, das zu öhrlichen. Aber was sicher ist, dass die Mitglieder mit einem absoluten Mehr der Zusammenarbeit zwischen GC und dem ZSC vor wenigen Augenblicken zugestimmt haben. Besten Dank, Stefan Nägeli. Jürgen Inkamp, ist das so? Die Rede war schon von hängigen Anträgen. Also, er hat gesagt, dass da mit dem Namen, mit dem Ja zu der Fusion auch genehmigt ist, ZSC Lions. Ich habe jetzt eben nicht gehört, was noch für zusätzliche Anträge in dieser Versammlung sind gestellt worden. Das Projekt ist natürlich vom Vorstand unter dem Titel ZSC Lions vorgestellt worden. Und wenn es so zur Abstimmung ist, wo man das angenommen hat, dann muss ich davon ausgehen, dass die Mitgliederversammlung auch den Namen genehmigt hat. Roger? Ja, mir hat der Blatter letzte Woche gesagt, es gibt einen Antrag, dass der Name bleibt, ZSC. Wenn jetzt auf diese Art und Weise auch dieser Antrag umschifft worden wäre, würde ich das auch sonst seltsam anschauen, dass also, man wirklich entweder zum Gesamten hat man Ja sagen oder Nein sagen und nicht sich zu diesen anderen Fragen können äußern. Weil, wie da erwähnt wurde, ist mehrfach, auch wir sind der Meinung, man müsste diese Art von Zusammenarbeit machen, aber vielleicht ein bisschen in einer anderen Form. Und wenn man mit einem aufwischt, alle diese hängigen Fragen auch noch auf dem Tisch hat und jetzt dann vielleicht dann abbricht, dann würde das schon noch einige Fragen aufwerfen und die müssten dann vielleicht doch in nächster Zeit beantwortet werden. Hast du mit der Zustimmung von den Mitgliedern zur Fusion gerechnet? Ja. Oder kommt es für dich jetzt überraschend? Überhaupt nicht. Es kommt nicht überraschend, weil es hat keine fundamentale Opposition mehr gegeben, auch die sogenannten ZSC-Rebellen, zu denen ich mich zähle, haben ja nicht gesagt, wir wollen das nicht machen. Das ist x-mal gesagt worden, ja, aber nicht in dieser Form. Darum überrascht mich das nicht. Es dunkelt mich jetzt einfach, dass da auf kosmetische Art und Weise das Kind mit dem Bad ausgeschüttet worden ist oder dass man das eine hat wollen und das andere gerade auch noch reingemischt hat. Und da, vor dem habe ich eigentlich Angst, dass man unsere Anwürfe und unsere Vorschläge einfach auf diese Art und Weise einfach weggespielt hat. Aber ich kenne dich zu gut, also ich jetzt würde annehmen, dass du damit dich zurückziehst.
wie geht es weiter? Nein, es ist jetzt offenbar, die Verhandlung ist noch im Gang. Wir werden schauen, wir werden sicher über das noch weiter berichten. Es liegt nicht an mir, jetzt aus dieser Sicht irgendwelche Schlussfolgerungen zu sehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Name muss bleiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Verhandlungsdelegation muss verbessert werden. Und jetzt wollen wir schauen, ob da wenigstens die Möglichkeiten gegeben wird, dass die Versammlung darüber abstimmen kann. Und wenn dann die Versammlung über das abgestimmt hat, dann ist das ein Entscheid, den man sich fügen muss. Und dann kann man Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ja, bei mir bleibt ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack zurück. Dass das Konzept als solches angenommen wird, mit dem habe ich gerechnet. Da hat sich eigentlich auch keine grosse Opposition dagegen gekriegt. Dass man aber dem bestehenden Vorstand trotz dieser Vorfälle in den vergangenen Wochen und Monaten Generalvollmacht erteilt, um jetzt in dieser Form weiterzumachen, das hat mich doch einigermaßen überrascht. Gut, mir wird gerade mitteilt aus dem Stadthof 11, es hätte ein Eklat gegeben, ein Durcheinander bei der Abstimmung. Stefan Nägeli, bist du am Telefon? Ich bin dran, ja. Was ist los? Zu spät eine Stunde. Es ist folgendermaßen: man hat draußen abgestimmt über die Fusion und die Mitglieder haben aber gar nicht gewusst, dass sie gleichzeitig auch Ja sagen zu dem Namen. Also zum ZSC Lions, und das hat jetzt zu Tumult geführt und jetzt hat man beschlossen, dass man die ganze Abstimmung wiederholt. Wahrscheinlich hat man jetzt gemerkt, dass man da Fans oder die Mitglieder fast ein bisschen über den Tisch gezogen hätte. Im Moment wird der Herr Böhme beraten von seinem Jurist und ich nehme an, in wenigen Augenblicken wird dann die zweite Abstimmung stattfinden. Die erste wird also für ungültig erklärt. Also das mit dem Namen ist das haben sie offenbar noch umgesetzt. Mich auch erstaunt, wenn es so einfach gegangen wäre, wenn die Leute sich so typieren lassen hätten. Oder? Ich habe das jetzt vorher eigentlich jetzt eben vor einer Distanz vielleicht von 5 Kilometer Luftlinie raus beurteilt. So einfach geht es nicht. Sie haben alles in einem Rutsch durchbringen und glücklicherweise, muss ich sagen, ist das nicht gegangen. Ist aber schon eine seltsame Taktik, muss man jetzt da sagen, oder? Also ich habe den Eindruck, die Generalversammlung verkommt zu einer Kabarettnummer. Wird auch jemand Gabriel gespielt im Stadthof 11? Ja, aber vielleicht wird mehr gelacht dort. Ja. Hey, was eigentlich typisch ist, dass die Mitglieder jetzt gar nicht gewusst haben, über was sie überhaupt abstimmen. Mhm. Das dokumentiert ja einmal mehr, wie oberflächlich dass die Orientierung seitens vom Vorstand überhaupt funktioniert. Und das ist unsere Befürchtung, dass man den Mitgliedern eine Katze im Sack offeriert, ohne Mitglied bis ins letzte Detail zu erläutern, auf was das sich da eigentlich einlöhnt. Dass das nicht schlimmer ist. Jürgen, es ist noch viel schlimmer. Man hat sie tot geschwätzt, sage ich jetzt fast. Man hat nicht zu wenig gesagt, man hat so viel gesagt, dass zum Schluss einfach wahrscheinlich zu müde war und hat ihnen einen falschen Antrag gestellt. Das finde ich noch viel, viel schlimmer, dass man am Schluss ihnen einen Antrag stellt, den sie nicht einmal richtig verstanden haben. Und das sind also wirklich die schlimmsten Befürchtungen, die man gegenüber den Anwaltstaktiken vom Herrn Blatter, wo da die Distanz, man könnte das nicht ganz so genau beurteilen, aber ich habe den Eindruck, dass die Leute, die wirklich ZSC pur haben wollen, dass die eigentlich keine richtige Chance hatten. Ja. Vielleicht kann das der Stefan Nägeli aus dem Stadthof 11 klären. Weißt du mehr dazu? Es war so, dass Ernst Meier bereits vor der Abstimmung gesagt hat, wenn das absolute Mehr zum Antrag vom Vorstand, also mit ZSC Lions, erreicht werde, das wären 246 Stimmen, dann werde der Antrag, das Ganze laufen zu lassen, am Namen ZSC, hinfällig. Und so ist es eben rausgekommen, 289 Ja, und das bedeutet klar über eine Mehrheit, über dem absoluten Mehr, und darum ist über den zweiten Antrag schlussendlich gar nicht mehr abgestimmt worden. Das ist die offizielle Begründung da aussen, die Fans und die Mitglieder, die da sind, die laufen jetzt in Strömen bereits zum Saal aus. Das Ganze ist vorbei. Es sieht so aus, wie wenn da eigentlich viel um den heißen Brei herumgeredet worden wäre für etwas, was am Schluss eigentlich so rausgekommen ist, wie es der Vorstand hat wollen. Der Club tut die Gespräche mit GC forcieren. Man will zusammenlegen, GC und ZSC gehen zusammen und das unter dem Namen ZSC Lions. Gut, besten Dank, Stefan Nägeli. Es ist lang um den heißen Brei herumgeredet worden. Empfindest du das auch so? Strategie von diesen Leuten ist aufgegangen, muss man sagen. Sie haben das bekommen, was sie wollen. Sie haben zwischendrin mal eine Abkürzung gewählt, die nicht gegangen ist. Und das ist jetzt so. Und das muss man halt akzeptieren. Also offenbar, die Mehrheit von diesen Leuten haben das wollen. Man hat ihnen Angst gemacht. Das muss man sagen. Der Herr Böhme ist gekommen und hat ihnen Angst gemacht, obwohl mir der Herr Blatter gesagt hat, von GC aus ist das kein Dealbreaker. Meiner Meinung nach hat man Informationen vorenthalten. Ich, wenn ich hätte können dort reden, wo die Gespräche mitgeführt haben, mit GC, hätte etwas anderes können sagen. Und ich glaube, aufgrund jetzt von falschen oder mindestens verfälschten Informationen, von Angstmacherei, und das war von Anfang an eine Taktik, hat man das durchgebracht. Das ist für mich nicht sehr ein schöner Sieg, muss ich ehrlich sagen.
Gut, man kann sich weiter melden bis zu den News, so gegen die 12 Uhr. Unsere Telefonnummer ist 01 419 24 55. Vielleicht jetzt auch gerade zum Entscheid, Ihre Kommentare zu der abgesegneten Fusion ZSC mit GC, unter dem Namen ZSC Lions. Der Roger ist natürlich noch ein bisschen engagierter und emotionaler in dieser Angelegenheit. Er hat auch direkt eben mit Herr Blatt, dem Anwalt vom ZSC, geredet und so weiter, mit dem Herrn Frey und dem Herrn Böhmi. Jürgen Imkamp, du als Anwalt, auch als ZSC-Fan, siehst es du gleich? Kannst du teilst jetzt seine Äußerungen, auch das, was der Roger sagt, mit dem hat Angst gemacht? Empfindest du das auch so? Ich empfinde das auch so. Ich habe das heute schon mehrfach erwähnt, dass das ganze Prozedere, das bis zur heutigen Generalversammlung ja geführt hat, prägt, war von einer Information, die nicht stattgefunden hat. Man hat gefragt, um was es geht, man wollte Details wissen. Die Details sind ja auch heute noch nicht bekannt. Alle zentralen Abmachungen, die mit GC getroffen werden, gibt es erst im Entwurf. Darum wäre es doppelt wichtig gewesen, dass man bis ins Detail ausleuchtet, um was es da eigentlich geht. Ganz bezeichnet tut es mich, dass es lediglich 43 Stimmen mehr gehabt hat, als nötig gewesen wären, um jetzt die ZSC-Lions-Fusion abzusegnen. Ich erinnere an die 60 Mitglieder, die jetzt vom Aufnahmemoratorium betroffen sind. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn jetzt genau die 60 Leute im Saal gesessen wären. Die wären zügeln an der Waage gewesen. Damit meines Erachtens einmal mehr bestätigt, dass es im Vorstand darum gegangen ist, Opposition eben fernzuhalten, um das Projekt nach der eigenen Regie heute Abend durchzuziehen. Gut, jetzt gehen wir weiter zum Herrn Sachser. Mir wird mitteilen, Sie sind auch Rechtsanwalt. Ja, grüezi miteinander. Guten Abend. Also ich finde es komisch, dass der Herr Schawinski sich immer bei Sachen engagiert, einfach um ein bisschen Publicity zu machen. Meines Erachtens versteht er ja von uns okay nicht sehr viel. Er engagiert sich jetzt da, dass Zürich einen Club braucht, das ist klar. Aber wie das soll zustande kommen, dazu hat er meines Erachtens nicht viel zu sagen. Ich habe relativ viel gesagt, eigentlich. Ziemlich viel in den letzten Tagen. Und kann das ist eine Meinung und das ist klar. Es ist mir nicht um Publicity gegangen. Die habe ich eigentlich zu genügen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die Clubpräsidenten werden, um Publicity rüberzukommen. Da muss ich mich als eine nicht drüber beklagen. Ich habe mich für eine Sache eingesetzt und werde mich auch weiter dafür einsetzen und werde meine Meinung sagen. Und wenn es ihnen nicht passt, dann ist das ihr Recht. Und Gott sei Dank leben wir in der Demokratie, wo jeder seine Meinung kann sagen. Da ist ein offenes Mikrofon und da ist die Gelegenheit gegeben, dass sogar sie, die nicht Mitglied sind von Tele Zürich, können mitreden, während andere Leute bei ZSC offenbar ausgeschlossen worden sind. Gut, am Telefon ist Ruth. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Es geht doch wieder mal nur ums Geld. Und warum kann jetzt der ZSC seine Schulden nicht auch abschaffen, so wie das Kloten gemacht hat mit einem Club, wo man einfach kann, mit 100 Franken, wo man sagt, jedes Mitglied, das will, zahlt so die Schulden vom ZSC ab. Bei Kloten hat es funktioniert. Warum soll das bei ZSC nicht auch funktionieren? Tja, die haben es nicht wollen. Die haben am liebsten eben die Millionen gesehen, die ihnen da vor der Nase hin und her geschoben worden sind. Und haben jetzt auf diese Art und Weise, wirklich, ich sage es jetzt nochmal, ich meine die Worte vorher gehört von Bernd Böhm, er hat gesagt, entweder stimmen dem zu oder sonst geht alles runter. Mit Angstmacherei gegen besseres Wissen, muss ich sagen, hat man das jetzt durchgezogen. Und das gibt einen bitteren Nachgeschmack, ich finde das schade. Und es tut mir leid, muss ich sagen, für viele Leute, die jetzt das Gefühl haben, man könnte in unserem Land und in unserem Sport ein bisschen mit anderen Methoden zum Erfolg kommen. Gut, heisst das jetzt konkret, der Entscheid ist gefallen, das ist klar. Und das ist nicht klar. Dass er gefallen ist. Er ist gefallen, ja. Aber ob er Bestand hat, ist eben, auch nicht. Meine Frage, hat er Bestand? Oder wie wollt ihr ihn anfechten? Oder könnt ihr ihn anfechten? Also, was wird passieren? Ganz sicher wird man das genau anschauen, wie das gelaufen ist. Und man hat da wirklich nicht einfach eine Situation, wo man ausgeliefert ist. Es gibt also Recht und Ordnung und Recht und Gesetz in der Schweiz. Man hat ja gehört, zwischenzeitlich hat dann der Ernst Mayr gesagt, man stimmt jetzt gleich noch ab über die Mitglieder. Das ist dann nicht passiert und so. Man hat die Leute schon ein bisschen am Gang und Bang umgeführt. Und am Schluss hat man dann versucht, eine sehr verfahrene Situation. Die Leute wollten heimgehen, ist ja klar. Oder? Morgen müssen alle früh arbeiten. ZSC ist ein Club, wo viele Leute aus dem Gewerbe kommen, wo man früh anfängt zu arbeiten. Hat man es dann noch durchgeschaut?
schaukelt, nachdem es also zwischenzeitlich offenbar ausgeartet ist. Aber ob man das rechtlich wird und kann anfechten, das wird sicher nicht heute Abend entschieden werden. Aber vielleicht kann der Jürgen da doch schon zwei, drei Hinweise geben. Ja, es ist so, dass man natürlich den ganzen Verlauf von der heutigen Versammlung rechtlich muss im Detail durchleuchten, bevor dass man ja, kann wer macht denn das? Der Herr Blatter? Nein, der Herr Blatter wird das nicht machen, weil er wahrscheinlich, das nehme ich an, seinen Beschluss, der gefasst wurde, nicht wird anfechten. Nein, wir haben ja unsere Kollegen und Exponenten, die in der Versammlung waren, die uns genau berichten, was im Einzelnen ist gelaufen. Und auf das müssen wir abstellen. Ein wichtiger Punkt scheint mir aber noch zu sein. Ich habe gerade jetzt vorher gehört, dass nur mit einfacher Mehr ist abgestimmt worden. Überrascht eigentlich bei einer Frage, die für eine Vereinsgeschichte maßgebend und wegweisend ist, wenn man sich veranschaulicht, dass nach ZSC-Statuten für eine normale Statutenänderung eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Und eine Statutenänderung heisst zum Beispiel Erhöhung oder eine Verminderung von einer Anzahl Revisoren oder Vorstandsmitglieder, also relativ alltägliche Sachen, dass man gerade für den Entscheid, der wegweisend war, sich aufs einfache Mehr verloren hat. Obwohl, und das habe ich noch gut im Ohr, es immer geheißen hat, ZSC möchte so viel wie möglich Fans bzw. Mitglieder hinter sich paaren, um in die weiteren Verhandlungen zu gehen. Das Ziel haben sie sicher nicht erreicht, mit einer Mehrheit von knapp 43 Stimmen. Gut, Mitglieder, die an der Versammlung sind, die haben entschieden, aber Mehrheit, die stille Mehrheit, das sind Fans, wie zum Beispiel der Herr Gucci, stimmt das? Guten Abend, Herr Gucci. Sandro Masucci aus Stefan. Ich kann direkt zu den Resultaten sagen. Es gehört zu den Fans, die werden den ZSC wahrscheinlich boykottieren. Und da wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Es ist schade, dass es so weit gekommen ist. Aber die Herren Böhme und Co. haben das forciert. Und ich hätte auch einen Namen für die Herren, das wäre Zürcher Laien. Weil die GV ist auch in Laienhaft vor sich hingegangen. Und wenn man den Herrn Böhme wieder in der Analyse geht, anschaut, vielleicht die Aufzeichnung, die man gesehen hat, der Herr Böhme ist emotional geworden, das ist sehr selten. Und das ist ganz klar, dass bei ihm ums private Geld gegangen ist, weil er zog garantiert ab vom Emil Frey. Er ist gezahlt worden, damit das durchkommt. Die Verpackungen haben sie so durchgeführt, auch die Abstimmung, dass es so rauskommt, wie sie es wollen. Also gut, das sind jetzt Behauptungen, muss man also sagen, wo, müssen wir im Raum stehen lassen. Also. Wo man nicht kann, wo er sicher nicht kann beweisen kann. Und sicher, muss man sagen, das ist sicher nicht die Meinung, die da ist. Also auf keinen Fall. Ja, nein, sicher nicht. Und ich glaube, was man sicher kann sagen, der ZSC-Vorstand ist heute mit dem Entscheid ein grosses Problem losgeworden. Wir müssen keine Propheten sein, dass unter diesen Voraussetzungen und diesen Vorzeichen, wie wir es heute gesehen haben, die Fusion wird zustande kommen nach Maßgabe der Meinung des jetzigen Vorstandes. Und dass natürlich die jetzigen Vorstandsmitglieder froh wären, sie den Schuldenberg heute haben können abgebaut zu haben, ich glaube, das ist für jedermann nachvollziehbar. Gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit, werden aber doch noch ZSC-Fans zu Wort kommen lassen. Herr Gasser, guten Abend. Ja, guten Abend. Also ich jetzt so als Basel, wo zwar schon 20 Jahre in Zürich bin, wenn ich das so anschaue, ist das natürlich ein riesiges Macht- und Geldspiel. Also wo ist denn überhaupt da noch der Sport? Und jetzt kann ich nur eins sagen, Herr Schawinski. Kämpfen Sie, wie Sie früher gekämpft haben, beim Kassensturz, beim Radio 24, Tele Zürich. Weil jetzt muss man natürlich mit den Fans, wo man jetzt wirklich über den Daumen, über den Tisch gezogen hat, jetzt muss man schauen, jetzt geht es wirklich nur noch ein Kampf, weil da geht es um Macht und Geld. Und wenn man sieht, wo das herkommt, kann ich nur sagen, ich verkaufe mal mein Auto und kaufe ein anderes. Aber es muss jetzt etwas gehen, weil da geht es um Macht und Geld und das liegt einfach nicht drin. Und bitte kämpfen Sie, wie Sie seinerzeit gekämpft haben. Ja gut, also der heutige Abend ist sicher nicht der Schlusspunkt von dem Ganzen. Das muss ich schon sagen, im Rahmen von unseren Möglichkeiten. Wir sind nicht mehr zu der Zeit von Pizzo Gruppera, nicht mehr zur Zeit, wo der Kassensturz gegründet wurde. Wir sind 1997. Es ist ein anderes Game, wenn ich so darf sagen. Es sind andere Umstände und vielleicht braucht das andere Methoden. Aber im Rahmen von den Möglichkeiten, die wir hier haben, werden wir das jetzt nicht einfach schleifen lassen und sagen, ja, ist ja zahlt nichts mehr, April, jetzt machen sie alles, was weiter wollen. Wir werden schon noch ein bisschen die
ganze Sache weiter anschaue. Aber gewisse Enttäuschung, muss ich sagen, die habe ich schon. So wie das heute abgelaufen ist, so wie man ausbremst worden ist, so wie man einem nicht zu Wort gekommen hat, dort, wo es zählt hat. Weil wir können da reden natürlich lang und gut und Öffentlichkeit herstellen. Jeder darf anrufen, alle dürfen etwas sagen. Aber dort hat man natürlich den Vorhang runtergetan und hat auf die Art und Weise das erreicht mit Drohungen, die man jetzt am Schluss noch gehört gut. hat. Drohungen Moment. Und hat auf Rosi die Art und Weise das Ganze dann für dich glücklich durchgebracht. Gut, ja. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Es ist länger geworden, als wir alle da selber gedacht haben. Herzlichen Dank, dass Sie im Studio sind. Jürgen Imkamp, Rechtsanwalt und ZSC-Fans und Roger Schawinski, nicht in der Funktion als Tele-Zürich-Chef, sondern als Kämpfer für den ZSC. Es geht gerade weiter mit den News. Sie sehen, diese Sendung in der Wiederholung nach den News. Und wir werden natürlich ganz sicher am Montagabend nochmal auf den Fall ZSC zurückkommen in der Tele-Zürich-News. Einen schönen Abend oder besser gesagt eine schöne Nacht. Merci.